Okay, gut, also dann lasst uns mal starten. Wir sind auf diesem Planeten abgestürzt mit Chet, unserem Hauptcharakter, der gerade schläft. Das Ziel dieses Runs ist es, Chet lebend von diesem Planeten runterzubekommen. Dazu haben wir eine Kolonie gegründet mit unserer Mutter, unserer Frau Jenny, MyLab, Legolas, Hacke Petra, Vitali, Dr. Cox und Frau Braun. Und aktuell sieht unsere Base so aus. Wir sammeln für das Raumschiff Materialien hier oben in unserem Sicherheitsbunker mit unserem Escape-Pod. Das heißt, wenn wir abhauen müssen mit Chet, haben wir hier die Möglichkeit. Hier bauen wir den Bunker für Chet übrigens später, falls es mal brenzlig wird. Und wir haben eine ganze Herde an Tieren, die wir auch schon teilweise gezüchtet haben. Wir haben eine Elefantenherde, wir haben ein paar Blumalopen und wir haben Kühe und Stiere. Geil. Hey, was ist der Wert der Kolonie? Können wir gleich mal schauen. Also, der Wert der Kolonie ist aktuell... Wert der aktiven Kolonie ist 138.540. Wir versuchen den ja mit Absicht so low wie möglich zu halten. Oh, wir müssen mal die Cam verschieben. Habt ihr recht? Cam rechts oben. Da. Mastermind schreibt, dass ich noch lebe, ist ein Wunder. Dass überhaupt noch jemand in dieser Kolonie lebt, ist ein Wunder. Absolutes Wunder. Okay, also. Ich würde gerne in dieser Folge weiter Ressourcen sammeln, unsere Tiere trainieren und unsere Killbox optimieren. Ich bin nicht so ganz zufrieden mit der Situation der Killbox. Haben wir Molotow-Cocktails? Nein, die habe ich leider alle verkauft. Ich würde gerne mal in unserer Abwehr, die ja hier ist, hätte ich ganz gerne das mal ausprobiert, wie das ist, wenn wir hier Holzboden reinbauen und dann mit den vordersten beiden Molotow-Cocktails auf die Leute werfen. Ob es dann anfängt zu brennen. Ja, wir spielen mit Randy Random. Randy Random auf Gnadenlos. Also härtester Schwierigkeitsgrad. Wir haben mal Zeit für einen Überfall. Wir hatten letzte Woche erst einen. Aber wahrscheinlich kommt heute wieder einer. Und dann sind alle Türen RIP. Das heißt, wir müssten innen drin Granittüren bauen. zusammen mit Holzwänden bestimmt. Nutzt du heute mal deine Killbox oder opferst du weiter deine Leute in dem Gang? Ich mache das ja extra so, dass wir so oft kämpfen, damit wir nicht so viel Material verschwenden. Weil wenn wir jedes Mal in der Killbox kämpfen, dann gehen unsere ganzen Geschütze kaputt. Und die Geschütze müssen immer wieder erneuert werden mit Stahl oder wenn sie ganz kaputt gehen, mit Bauteilen auch. Und das heißt, wir haben dann mega Materialverschleiß. Da verbrauche ich lieber meine Kolonisten, weil die kann man einfach reparieren. Wenn die im Arsch sind, kann man einfach ein bisschen Kräutermedizin in die reinstecken. Und dann sind die wieder safe. Also das ist schon gewollt, dass wir die Kolonisten verheizen. Wir bringen mal diese Leiche hier weg. Okay. Wenn der Fallengang lang genug ist, dann verbrauchst du nur Holz. Ja, das hatten wir früher ja auch so. Wir hatten da mega den langen Fallengang. Aber ich finde die Lösung, die aktuell ist, finde ich ganz geil. Weil dann da kämpfen alle unsere Kolonisten. Und dann werden die auch immer besser. Auftrag nicht vergessen. Oh, stimmt. Vielen Dank für das Erinnern. Just Brutzel. Wir hatten einen Auftrag und zwar bieten die uns für 18 Brandgranaten, 150 Plastahl und 12 Uran. Und das wollten wir auf jeden Fall machen, weil Plastahl und Uran ist beides notwendig für unser Schiff. Okay. Wieso Leichen wegbringen, wenn man sie verbrennen kann? Achso, stimmt, wir verbrennen die ja. Wir nehmen mal Jenny. Entfernt gerade Dreck, danach soll sie mal die Leiche verbrennen. Okay. So, dann. Hier ist die Brandmunition. Wir haben bisher eine. Wir lassen mal Was macht denn Frau Braun da? Baut Frau Braun jetzt die Dinger? Ist Frau Braun überhaupt gut? Die hat Handwerk 5,1. Wir hatten vorher mal MyLab. Und MyLab hat Handwerk 14. Also wenn Frau Braun damit fertig ist, würde ich, schlechter Deal, ja,
Ja, aber wir müssen ja an die Sachen kommen, auch wenn der Deal schlecht ist. So, wir nehmen mal MyLab und wir lassen sie mal hier Brandgranaten herstellen. Ach, schön. Entspannt Trimble spielen, das ist immer geil. So, wir können mal schauen, wie die anderen Baustellen aussehen. Wir haben nicht mehr viel Holz, ist aber nicht so schlimm. Aber wir könnten wieder ein bisschen was in Auftrag geben. Es gibt allgemein nicht mehr so viel Holz auf der Map. Ich glaube, Temperatur ist gut. Aber wir hatten hier ein Raumschiff, was wir zerstört hatten. Ach, guck mal hier. Das hier müssen wir mal alles erlauben, weil das zerstörte Raumschiff hat uns viele Ressourcen da gelassen. Die müssen wir auf jeden Fall einsammeln. Hier. So, das wollen wir auch dringend wegsammeln. Das wollen wir auch dringend einsammeln. Und das hier auch. Wir könnten jemanden einen Auftrag geben, der mal priorisiert nur trägt. Ah, das könnte Frau Braun machen. Guckt mal. Wir machen bei Frau Braun Transport auf eine 1 und dringenden Transport auf eine 1. Und ansonsten kann sie Ärztin sein. Nee, Patient sowieso, Arzt nicht. Bettruhe auf eine 1 und den Rest lassen wir so. Lass mal gucken, ob Frau Braun das auch direkt macht. Ja, guck mal, sie läuft direkt los. Spielst du heute Abend Open End, Matteo? Also wir können vielleicht ein bisschen überziehen, ja. Aber wir haben morgen wieder Meetings. Und danach ist Briefing und danach normaler Stream. Der Sonntag ist eigentlich immer der schlechteste Tag zum Überziehen. Aber inzwischen auch mein einziger. Weil ich ja sonst immer mit Leon dann streame. Also ich kann es nicht versprechen. Ich würde sagen, um 0 Uhr entscheide ich das und sage euch, ob wir noch ein bisschen länger machen. Je nachdem, wie es gerade aussieht. Wenn wir in einem Raid drin sind oder so, dann auf jeden Fall. Warum hast du den dringenden Transport auf 2? Den dringenden Transport habe ich bei Frau Braun auf eine 1. Oder meint ihr jetzt bei den anderen? Können den auf eine 1 machen, aber dann transportieren alle, wenn es dringend ist. Ist ja wie Jagen, ne? So, was gab's hier? Tierkrankheit, Seuche. Die folgenden Tiere sind erkrankt. Oh, scheiße. Okay. Wie viel Medizin haben wir gerade? 29. Das wird jetzt auf jeden Fall aufgebraucht. Dr. Cox sollte sich mal hier um alle kümmern. Valiminator ist erkrankt. Legendary Gecko ist erkrankt. Ketzer und der Locher. Das sind doch alles Elefanten, oder? Ketzer ist hier. Das ist ein Babyelefant. Der muss auf jeden Fall versorgt werden. Und der Locher. Wo ist denn der Locher? Fuck, hier fehlen uns Schlafplätze, ne? Deswegen schlafen nicht alle hier. Lass uns mal hier ein paar andere Schlafplätze anlegen. Gleich hier oben einfach. So, dann lass mal schauen. Der Topper ist nicht krank. Valiminator wurde versorgt. Ketzer wurde versorgt. Legendary Gecko wurde versorgt. Ist auch trächtig gerade. Also ist gerade schwanger. Erkrankt ist gleich schlechtes Immunsystem. Da musst du die natürliche Auslese machen lassen. Nein, nicht bei Elefanten. Nicht bei Elefanten. Matteo, wenn du heute RIP gehst, was willst du dann noch schneiden an deinen Haaren? Ach so, wir haben eine neue Regelung. Solange ich den Topfschnitt habe, der ja gerade so ein bisschen wieder rauswächst, machen wir, wenn Chat stirbt, wird gemurmelt mit allen Leuten, die gerade im Chat sind. Und die Person, die beim Murmeln gewinnt, deren Twitch-Name, also den Anfangsbuchstaben des Twitch-Namen, den rasiere ich mir in den Hinterkopf. Ja. Das ist die Regel, solange wie die Haare noch lang sind. Das heißt, vielleicht dürft ihr mich brandmarken. Ich weiß gar nicht, wie das funktioniert, weil ich muss es selber rasieren. Lass die Person noch lieber eine Frisur entscheiden. Dann sagt die Person Glatze. Dann habe ich eine Glatze. Ich will keine Glatze. Klingt nach einer cleveren Idee. Ja, denke ich auch. Das ist ein guter Deal, oder? Also am besten jemand mit L. Ich habe so einen Loser hinten drin. Aber ist eigentlich egal, welcher Buchstabe hinten rein rasiert wird.
Es wird immer scheiße aussehen. Okay. Schnurrbart lieber weg. Nee, den behalte ich, der ist geil. Ey Leute, ich finde meinen Look gerade richtig nice. Ich sehe brutal scheiße aus, aber ich digge den Look. Ich war gestern Abend einkaufen, also Samstag, und in dem Waffenhändler, oh fuck. Oh stimmt, wir müssen mal nach Waffenhändler gucken. Warte mal ganz kurz. Sulate Schmierstoffe, okay, alles klar. Wir lassen mal Mutter handeln. So, wie viele? Wir haben 8 Stück schon, geil. Wenn MyLab aufwacht, soll die weiterarbeiten. So, mal ganz kurz Waffenhändler und dann erzähl, was ist denn hier los? Warum ist hier ein Loch? Matteo sieht aus wie Dr. Disrespect für Arme. Na, immerhin. So, dann lass mal schauen. Also, die haben, Alter, die haben 3123 Silber. Warum blockt er die Minimap mit der Cam? Welche Minimap? Ich habe keine Minimap. Da ist gar nichts. So, dann lass uns mal schauen, was wir verkaufen können. Go-Juice verkaufen wir auf jeden. Yayo auch. Flake auch. Penoxicillin nicht. Das nimmt Chat. Repetiergewehr kommt weg. Sturmgewehr behalte ich. Kurzbogen würde ich... Ihr Revolver weg. Revolver weg. Minipistole weg. Schrotflinte weg. Repetiergewehr weg. Schrotflinte auch weg. Leichte Maschinenpistole weg. Schwere Maschinenpistole weg. Leichtes Maschinengewehr auch. Die Sturmgewehre wollen wir alle behalten. Autoschrotflinte ballern wir raus. Leichtes raus. Das Sturmgewehr behalten wir. Präzisionsgewehr, die Sniper, da müssten wir eigentlich aufpassen. Könnten wir halt benutzen, ne? Wir hauen mal eine raus. So, dann haben wir Splittergranaten, die können wir wegwerfen eigentlich. EMP-Granaten behalten wir auf jeden. Und die EMP-Granaten behalten wir auch. Und nochmal EMP-Granaten. Wir brauchen viele EMP-Granaten. Ja, die behalten wir mal alle. So, jetzt haben wir 600 plus. Haben die irgendwas Interessantes? Die haben einen Energierüstungshelm. Aber der ist sehr teuer, ne? Matteo, du könntest EFT mit Wirt spielen. Spielt Wirt EFT? Ich würde vielleicht mit Olli spielen, wenn der da auch dabei ist. Aber Olli ist auch schon advanced, oder? Ja, lasst mich das erstmal mit Leon spielen. Und gerade spielt er das. Fuck, da würde ich am liebsten jetzt gerade mal kurz reingucken, wie gut er ist. Okay. Olin ist doch auch ein krasser. Ja, Olin ist halt, der hat mega viel Erfahrung. So. Aber ich würde, glaube ich, erstmal ganz gerne. Ich würde erstmal ganz gerne Leon fragen. Will kein EFT mehr mit Niklas? Nee, gib mal Ausrufezeichen EFT ein, da kriegt ihr die Erklärung von Niklas. Weil der ist gerade, also Kurzerklärung ist, der ist gerade. Schon ausgelastet ganz gut mit Age of Empires und den anderen Spielen. Und für EFT müsste man sich krass reinknien. Da muss man auf jeden Fall... Also ich glaube, ich kenne kaum einen Shooter. Ich glaube, ich kenne keinen Shooter, der so komplex ist wie EFT, also vom Wissen her. Kommt heute noch Leon? Nee, heute kommt Leon nicht. Der kommt immer von Montag bis Donnerstag für die Late Night Corner. Ja. So, also wir haben jetzt 600 plus. Die Frage ist, wollen wir von denen was kaufen? Also die Energierüstungshelme könnte man kaufen. Könnte man kaufen, aber der ist halt schon teuer, ne? Den will ich, glaube ich, einfach nicht kaufen. Wir können den Bauteile abkaufen, das ist gut. Medizin können wir ab... Alter, sind wir schon wieder hier im Minus. Also, aber Bauteile und Medizin sind eigentlich immer, können wir immer gebrauchen, ne? Dann bleiben wir mal so, dann machen wir halt Minus. Die Energielanze ist gut. Ach krass, das ist ja die Energielanze, das ist ja von... Kann die ein Mensch benutzen? Energielanze für Legolas. Ja, dann wollen wir die kaufen. Ja, ja.
Die ist krass. Ey, dann lass die wirklich kaufen. Okay, scheiß auf Bauteile. Scheiß auf Medizin. Wir kaufen mit dem gesamten Geld, was wir haben, eine Energielanze. Wollen wir die nicht Chat geben? Das ist ein Sniper, ja, ich weiß. Ja, eigentlich die beste Vanilla-Waffe. Okay, Leute, Energielanze it is. Okay, dann annehmen. Was genau willst du dir noch abrasieren? Haben wir gerade eben besprochen. Ein User aus dem Chat rasiert, wird, also dessen Anfangsbuchstabe wird in meinen Hinterkopf rasiert. So, wo ist die Energielanze? Ich sehe die nicht. Bin ich blind? Ah, da. Ey, wir geben die mal Chat. Komm. Ich hab Bock. Oder nee, Legolas, ne? Legolas war ja krasser Sniper. Der hat Fernkampf auf 14,58. Was hat Chat? 15. Ey, Chat ist sogar besser, ne? Doch sogar besser. Sollen wir es Chat geben? Nee, den Schnurrbart rasiere ich nicht ab. Das war auch nie vereinbart. Das war ein Versprecher, das wisst ihr. Also ich glaube, okay, wir geben die erstmal Legolas, um zu testen, wie das Ding ist. Jemand mit sorgfältiger Schütze. Ist Legolas sorgfältiger Schütze? Ist er. Legolas braucht länger, um ihr Ziel anzuvisieren. Im Vergleich mit anderen braucht sie länger, um abzudrücken, aber dafür schießt sie auch mit höherer Genauigkeit. Anvisierdauer plus 25%, Fernkampfgenauigkeit plus 5%. Okay, dann lassen wir sie Legolas. Mutter ist tot? Nee. Mutter ist zwar gestorben, aber wir haben sie wiederbelebt. So, dann Vitali. Kann er eine Waffe benutzen? Bereits von Topper benutzt? Nee. Soll angezogen werden von Vitali. Dr. Cox soll sich mal die Waffe nehmen und Frau Braun nimmt sich mal die Waffe. Okay. Jetzt sucht er sich seine Strafen schon aus, die ihm am besten gefallen. Hä? Natürlich sind ja meine Strafen. Wer soll denn die Strafen sonst aussuchen, außer mir? Hm? Chat? Okay, zeigt mir einen Streamer, außer mir, der so Strafen macht und der die komplett vom Chat bestimmen lässt. Ich kenne gar keinen Streamer, der sich die Haare rasiert, weil der Chat, weil er irgendwas spielt. Leon. Leon lässt die Strafen vom Chat aussuchen. Ja, dann. Dann sag mal Leon, der soll sich eine Glatze rasieren. Das wäre geil. Okay. Okay. Zweite Tür in der Schleuse beim Nordausgang. Ah, genau. Das ist genau richtig. Das wollen wir noch reinbauen. Vielen Dank. Ich überlege, ob wir hier noch vielleicht doppelt verwandten sollen. Weil das ist ja unser Lager. Wenn hier Angreifer kommen und die graben sich durch die Wände, haben wir hier ein Problem. Leon schafft seine Challenges aber auch. Guck dir mal Leons Frisur an. Du hast den Abschluss einer Vorratskapsel registriert. Ja, wir springen mal zum Ort. Oh nee, was ist denn das? Agavefrucht. Okay, dringend wegtragen. Wollen wir haben? Können wir essen? Wie geht deine Supermarkt-Story weiter? Ach so, ich war am Samstag einkaufen im Supermarkt und plötzlich läuft da ein Mädchen auf mich zu. Ich schätze so zwischen 15 und 16 Jahren. Läuft so auf mich zu, bleibt vor mir stehen und guckt mich einfach an, aber sagt nichts. Und ich denke erst so, hä? Okay, was los? Also ich habe es nur gedacht, habe nichts gesagt. Und guckt mich an und überlegt so und dann geht sie weiter. Und dann da, Papa? Nein. Und dann dachte ich erst, sie hat einfach meinen Schnurrbart angeglotzt oder meine dumme Frisur.
So. Und dann bin ich durch die Gänge gelaufen, habe mein Zeug so eingekauft und habe gesehen, wie sie immer wieder in die Gänge geguckt hat, wo ich stehe, und dann immer so geguckt hat. Und ich gucke dann immer so zurück. Und dann ist sie wieder weggegangen. So 3-4 Mal. Ich so, hä? Was ist denn mit ihr? Und dann kam sie auf mich zu und sagte, entschuldigen Sie, können Sie mir eine Flasche Wodka kaufen? Ich so, nein. Nein. Und dann wollte sie, dass ich ihr eine Flasche Wodka kaufe. So, what the fuck, ey. Und dann ist sie noch die ganze Zeit in diesem Markt rumgelungert. Und ich war halt auch noch länger da. Und Matteo, du Spießer. Ey, ich kauf doch keinen minderjährigen Wodka, da gehe ich in den Knast für. Glaube ich. Und jedenfalls hat sie dann irgendwie nach ein paar Minuten, so nach 10 Minuten oder so, ich war mega lang in dem Markt, weil ich voll viel Zeug gesucht habe, hat sie dann einen Typ gefunden, der ihr Wodka gekauft hat. Und sie war dann voll happy an der Kasse. Und ich dachte so, alles klar. Also, ich weiß auch nicht. Und ey, wenn es jetzt, keine Ahnung, ein Radler gewesen wäre, von mir aus, aber eine Flasche Wodka für ein junges Mädchen, das ist doch Quatsch, ey. Dann ballert ihr sich die Flasche Wodka rein und liegt dann irgendwie besinnungslos auf der Straße und erstickt an ihrer Kotze oder so. So, was ist denn das hier? Kurmi Mea, Häuptling der Fraktion Schwarze Felsenverwandtschaft, hat uns eine Nachricht geschickt. Wir haben erfahren, dass eine Sammlung wertvoller Gegenstände, Wert $2,735, in einem nahen Versteck darauf wartet. Okay, alles klar, was ist es? Ein Tisch und ein Speer. Ja, verpisst euch. So. Gut, geil, Matteo, hast du gut gemacht. Naja, war schon egoistisch. Ich hatte einfach keinen Bock, dass ich da Ärger bekomme. Also, und vor allem halt so klar, so klarer Schnaps einfach. Also Wodka ist halt, das war eine Nummer drüber. Egoistisch. Ja, na gut. Matteo, okay, Boomer. Aber ich dachte die ganze Zeit so, was will sie? Ich habe nicht gerafft, was sie will, ne? Und dann am Ende so, ah, okay, alles klar. Saufen. Einfach saufen. Ja, was ist denn das hier? Jesse, Ratsvorsitzender der Fraktion Menschenähnliche Sippe der Ahner, hat uns eine Nachricht gesandt. Sie will sich mit uns zum Reden an einem Ort treffen. Dies kann eine großartige Möglichkeit sein, um Geschenke zu erhalten und unsere Beziehung zu der Fraktion zu verbessern. Aber Vorsicht, ein schlechter Unterhändler kann eventuell auch mehr Schaden als Gutes anrichten und sie vielleicht sogar verärgern. Okay, wir gucken mal, wie weit das weg ist. Das ist relativ nah. Ich glaube, wir sollten jemanden hinschicken, oder? Lass mal abstimmen, wer den Wodka gekauft hätte. Okay, Chat. Wer von euch hätte dem Mädel den Wodka gekauft? So, wir schauen mal rein. Also, haben wir Leute, die... also, ich könnte Mutter schicken, weil die ist eine gute Unterhändlerin. Aber das Ding ist, Mutter ist halt langsam und nicht so easy zu entbehren. Aber Vitali, wir können nur Mutter schicken. Okay, wir schicken Mutter. Wir schicken Mutter. So. Okay, das heißt, wir machen hier Welt. Karawane erstellen. Mutterross. Gegenstände. Wir geben ihr 5 Überlebensrationen. Fuck, ich habe die Route nicht gewählt. So, wähle Route. Ah, ich muss die Essens... Scheiße, irgendwo konnte man hier einstellen, wie man das Essen macht, ne? Hier. Körper. Hier. Wir sagen mal üppig. Schließen. So, dann Gegenstände auf 0 und... Hä, warum Tagesration 0? Warum sind die Tagesrationen gerade auf 0? Witzig wäre es, Wodka zu kaufen und vor der Übergabe mit Wasser zu tauschen. Gut, dann müsste ich aber David Copperfield sein, dass ich das hinbekomme in dem Laden. Bei Mutter. Habe ich nicht bei Mutter eingestellt? Oh, fuck. Wo ist Mutter? Wo habe ich denn das eingestellt? Hier?
Fuck, wo habe ich denn das eingestellt? Bei wem habe ich es eingestellt? Dr. Cox. So, wir nehmen Mutterus. Körper und Epic. Nice. So, Gegenstände, Überlebensration. So, für 3,8 Tage reicht. Das müsste dicke reichen. Das ist grün. Dann, was nehmen wir noch mit? Sollen wir ein bisschen Geld mitnehmen, falls sie sich freikaufen muss? Wir nehmen das gesamte Silber mit. Und vielleicht Medizin, aber nicht so viel. Okay, das reicht, oder? Ich würde sonst nichts mitgeben. Gib ihr den Elefanten, dann ist sie schneller. Ist sie mit dem Elefanten schneller? Warum sollte sie schneller sein mit dem Elefanten? Dann ist sie viel sichtbarer. Man ist nur schneller mit dem Elefanten, wenn man schwer trägt. Sie trägt aber nicht schwer. Also das Elefant ist, glaube ich, hier Quatsch. Weil da sieht man sie einfach nur viel besser. Schlafsack habe ich leider nicht. Wäre aber mal eine geile Idee, Schlafsäcke herzustellen. Beziehungsweise ich sehe keinen Schlafsack. Was ist denn das hier? Wo sind tote Hunde? Der Elefant ist höchstens zum Beschützen gut. Ja, aber da wird sie gesehen. Ja, wir lassen sie einfach laufen. Okay, wir gucken mal, wie das läuft. Gut. So, die Felder werden wieder angepflanzt. Hier von Legolas. Das finde ich sehr nice. Weil die brauchen wieder viel Essen. Genauso hier. Hier oben wird Weed angepflanzt. Hier haben wir Medizin. Hier haben wir auch ein großes Medizinfeld, was auch noch nicht richtig angepflanzt wurde. Hier haben wir Baumwolle, ein kleines Feld. Und hier oben haben wir ganz viel Reis. Den können wir mal reinpacken. Also unsere Essenssituation ist gerade gar nicht so schlecht. Ne? Wir haben sehr viel Fleisch von dem Wolfsangriff, den wir abgehalten haben. Ja. Ist Mutter nicht super langsam? Ich glaube, wir hatten Mutter. Hatten wir zwei Beinprothesen. Ein Holzbein und eine Beinprothese. Ja, Mutter ist langsam, aber komm. Die ist wie ein Panzer. Hat er Weed gesagt? Es ist doch Weed. Oder nicht? Es ist doch Weed. Als ob niemand vor 18 Jahren alt werden noch keinen Alkohol getrunken hat. Ne, da sage ich gar nichts gegen, aber ich will niemanden Alkohol kaufen. Starken Alkohol, wenn er 15 ist. Ob die das selber trinken, ist mir fast Schnuppe, ne? Also solange die sich nicht komplett abschießen, sollen die auch von mir aus mal ein Bier trinken. Also ist mir alles egal, aber ich kaufe denen ja keinen starken Alkohol. Dann passiert noch was und dann bin ich der Gearschte. Okay, das Ding hier müssen wir noch nicht reparieren. Wir bestellen gerade mehr als genug Strom her. Wir könnten überlegen, ob wir mehr Batterien aufbauen. Wie viele haben wir von denen? Wir brauchen noch mehr Brandgeschossmunition. Macht ein MyLab gerade. So, wir sagen, hier soll die weitere Brandgeschosse herstellen. Stahl haben wir auch gerade einiges. Was ist das hier? Hacke Petra schmeißt eine Party. Geil, es gibt eine Party, Leute. Oh Mann. Warum denkst du, dass sie dich angesprochen hat? Ich glaube, wir haben den Markt erstmal gescoutet, wen sie überhaupt ansprechen kann. Weil ich glaube so, sie wollte jemanden, der alt genug ist, aber halt vielleicht auch aussieht wie jemand, der sich am Wochenende einen reinsäuft. Und ich sehe aus wie jemand, der sich am Wochenende einen reinsäuft, glaube ich. Also wie ich gerade, der Look ist gerade so, der Look passt gerade. Und deswegen hat sie mich, glaube ich, da angesprochen. Und dann habe ich halt gesagt, nee. Und der andere Typ, den sie dann angesprochen hat, der sah auch aus wie einer, der auf jeden Fall nicht am Wochenende lernt.
Und kinderlos kein Familienvater. Ja, genau, ich glaube, sie wollte keine Mutter oder keinen Familienvater ansprechen. Matteo, lies mal die Nachrichten links. Zerrissene Kleidung. Bei wem? Bei Hacke Petra, MyLab, Frau Braun und Mutter. Wir müssen mal die Sachen austauschen. Was ist denn das hier? Ach, hier ist ein Schildgürtel und eine Waffe. Dann müssen wir Frau Braun, ist sie gut im Nahkampf? Ja, ist okay im Nahkampf. Dann müssen wir Frau Braun, müssen wir eine Nahkampfwaffe geben. Hier, so ein geiles Schwert. Okay, dann Jäger hat Schild und Fernwaffe. Das ist auch Hacke Petra, das müssen wir gleich mal ändern. Wir müssen bei ihr einfach Jäger rausmachen. Aber Frau Braun soll nicht jagen. Obwohl sie hat da eine Flamme, ne? Puh. Ja. Das andere links. Oh, das ist ja rechts. Hey Leute, ich habe die krasseste Links-Rechts-Schwäche ever. Das ist so heftig einfach. Aber wisst ihr, woher das, glaube ich, kommt? Das kommt einfach von der Arbeit im Krankenhaus, weil man Röntgenbilder, die sind immer spiegelverkehrt. Und da ist links und rechts vertauscht. Weil man ja so vor dem Patienten steht und der Patient sozusagen vor einem ist. Bei dem beim Patienten links ist dann unser rechts. Und dadurch hat es bei mir so richtig hardcoded. Er hat für alles eine Ausrede. Mann, dann halt nicht! Was ist denn jetzt los? Sonneneruption. Fuck, wir sind im Arsch. Dreh das Bild doch einfach um. Hä? Nein, die Bilder hängen sonst falsch rum. Man darf das nicht. Man darf die Bilder nicht umdrehen im Krankenhaus. Die müssen so rumhängen. Das ist so. Kennt ihr? Ihr kennt Scrubs. Und am Ende vom Intro hängen die immer so ein Röntgenbild hin. Und das Röntgenbild ist immer falsch rum. Aber das ist, glaube ich, extra so, weil es ja Scrubs sind. Sind ja Anfänger. Deswegen haben die es falsch rum hingehängt. Ich glaube, es gibt sogar eine Folge, da dreht sich jemand um im Intro und sagt, ey, das hängt schon die ganze Zeit falsch. Glaube ich. In der letzten Folge wird es gedreht. Ah ja, genau. Genau. Ja. Ja, gibt es. Carla. Macht es Carla? Ich glaube nicht, dass Carla das macht. Macht das nicht diese blonde Ärztin? Spoiler. So, wir haben jetzt keinen Strom. Das heißt, die Leute können auch nichts essen. Das ist nicht so geil. Wir können auch nichts kochen. Das heißt, es verhungern einfach alle jetzt. Solange wie die Sonneneruption ist. Na gut, da sparen wir aber auf jeden Fall Essen. Das ist gut. Nee, nicht Elliot. Das macht die Frau von JD, mit der er später ein Kind hat. Genau, die Ärztin. Genau, die Ärztin macht das. Das ist die, die bei, kennt ihr Hunger Games? Die bei Hunger Games die Leute zieht. Molly Flynn, ja. Keine Ahnung, wie sie heißt. Kim, ja. Sie sagte auch, das regt mich schon lange auf. Genau, genau, genau. Danke für den Spoiler. Also das ist ja noch nicht mal ein Spoiler. Das ist nicht mal ein Spoiler. Also selbst wenn die Folge gestern rausgekommen wäre und im Intro dreht jemand das Röntgenbild um, das würde auf jeden Fall die ganze Serie ruinieren, das stimmt. Ja. Oh geil, Sonnensturm ist vorbei, wir können wieder essen. So, jetzt gehen wir wieder alle essen. Schon. Njam, njam, njam. Sehr gut. Was für eine Schwierigkeit spielt ihr hier? Wir spielen auf gnadenlos, glaube ich. Gnadenlos und reiner Zufall. Matteo, ich liebe dich. Vielen Dank. Ruf mich einfach an. Wo ist Mutter? Wir haben Mutter losgeschickt auf eine Mission. Und zwar soll sie Handelsgespräche führen. Wir wollen unser Standing bei den anderen Fraktionen wieder verbessern.
So, wie viele Granaten haben wir jetzt? 16. Genau, wir wollen 20 herstellen. Das heißt, wir sagen jetzt MyLab, sie soll nochmal hier welche herstellen. Und wir müssen Überlebensrationen machen für die Reise. Das habe ich jetzt verrafft. Das war dumm. So, wir brauchen Überlebensrationen. So, koche Überlebensrationen. Wiederhole, bis du X hast. 121, ja. Und wir sagen Chat, er soll nicht direkt entfernen, sondern hier kochen. Okay. Moment, Mutter alleine, ist das eine gute Idee? Das ist definitiv keine gute Idee. So, wir verbieten mal diese Dinger hier. Das geht aber relativ schnell. Guck mal, wie schnell Chat am Herd ist. Der macht ja, der ist ein Meisterkoch. Vielleicht trifft sie auf Gino. Alter, das wäre halt 10 von 10, ne? Wenn Gino nochmal zurückkommt in unsere Kolonie, das wäre 10 von 10. So, wie viele Überlebensrationen brauchen wir zu dem Lager, wo der Plastall ist? Wir haben gerade für Mutter haben wir 5 mitgegeben, es hat gereicht. Ich denke für eine Person so 7 oder so. Schlafsack brauchst du auch noch. Sollen wir Schlafsäcke herstellen? Habe ich überhaupt Stoff? Ja, ich habe Stoff. Okay, wie viele Schlafsäcke machen wir? 4 Stück? Du musst saufen. Was meint ihr damit? Ich würde gerne was trinken gleich mal. Okay, dann machen wir es mal so. Also wir gehen mal hier dran. Aufgabe. Hinzufügen. Oh, Schlafsäcke muss man bauen, oder? Hier, Schlafsack. Aus was bauen wir den? Was haben wir denn hier? Wir haben 500 Großkatzenfell. Dann bauen wir Schlafsäcke aus Groß... Was ist jetzt los? Sonnenfinsternis. Okay. Was mache ich jetzt? Wo bauen wir das hin, die Schlafsäcke? Vielleicht hier außen? Nee, vielleicht aber auch innen. Haben wir irgendwo innen Platz, wo wir Schlafsäcke bauen könnten? Hier. Scheiße, die machen die Zone kleiner. 4 Stück reichen aber, oder? 4 Stück sind 4 mal 4, 160. Oder 5. Okay, so dann, was hier passiert. Die Friedensgespräche waren ein Erfolg. Die Delegierten haben ein neues, einvernehmliches Verständnis bei mehreren grundlegenden Problemen erreicht. Die Beziehungen zu menschenähnlicher Sippe der Ana haben sich um 63 verbessert. Dein Unterhändler Mutter hat 6000 soziale Erfahrungspunkte gesammelt. Alter, das ist aber krass. So, und dann schicken wir sie wieder zurück. Okay. Mutter ist GG. Okay. Du kannst sie nach dem Bauen einfach wieder abbauen, sodass sie im Lager liegen. Genau, das machen wir, glaube ich, als nächstes einfach. Ja, würde ich sagen. So, dann haben wir, wie viel haben wir jetzt von der Brandmunition schon hergestellt? 20, wir haben genug. Wie viele Überlebensrationen haben wir? Ich verbiete nochmal die beiden hier. So, Chat. Guck mal, wie Chat hier abgeht. Der macht, der ist ja voll hier am Backen. Wir können also gleich die Rationen werden vergessen. Alarm. Was für Rationen? Was für Rationen werden vergessen? Natürlich, die Windturbine ist kaputt. Ja, die ist schon seit 2 Folgen kaputt. Aber weil wir gerade einen Überschuss an Strom haben, repariere ich die extra nicht. Wir warten, bis wir die wirklich brauchen. So, okay. Nächste Ration haben wir dann auch gleich. Da haben wir 20, 22. Glaube ich, ganz nice. Gegessen, nicht vergessen. Ach so, die wurden gegessen. Ein Tier ist verletzt. Welches? Oh fuck, was ist eigentlich mit den Tieren? Wurden die... Haben die die Seuche überlebt? Hier, Legendary. Ja, der ist safe. Topper ist auch... Die sind beide schwanger? Oh mein Gott! Wir haben 2 schwangere Elefanten, Chat. Und wir haben schon 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
Matteo, wie geht's meinem Krebs? Oh fuck, wo ist unnamed? Vielleicht nehmen wir mal Tiere. Gucken mal rein, unnamed. Krebsgeschwür klein wachsen. Wir schauen mal rein. Schmerz plus 20%, Teileffizienz minus 25%, Behandlungsqualität 20%, nächste Behandlung in 2,7 Tagen. Ja, keine Ahnung. Wir können es halt nicht operieren. Nice, Baby-Elefantenfleisch. Nein. Okay, welches wäre das letzte Tier, was ihr essen würdet? Also welches Tier würdet ihr als letztes essen? Also am unwahrscheinlichsten. Katze, Mensch. Nee, außer Mensch. Ich glaube, ich würde eher Menschenfleisch probieren als, keine Ahnung, Affe, kein Haustier, Fallgift, Frosch, Mensch, Mäuse, Ratte, Hund, Wombats, Katze, Hund, Opossum, Matteo. Stinktier, Koala, Kröte, Geier. Stimmt, Geier essen ganz abgefuckte Sachen. Menschenfleisch ist giftig. Ist es? Oh shit. Warum denn jetzt? Aber besser jetzt als... Okay. Outlander der Fraktion Nordöstrefalia sind in der Nähe aufgetaucht. Es sieht so aus, als ob sie einen Tunnel graben wollen, um eine Verteidigung zu umgehen. Gut, wir sind RIP. Wir sind RIP. Halber Chat wieder am Start. Viele sind's. 16. Die haben Molotovs und die wollen graben. Oh nein, die graben sich hier rein. Bitte nicht. So, warte mal. Erstmal Tiere. Tiere Innenzone. Die Menschen in den Panic Room. Okay, der will hier rein. Ist ja geil, wenn die hier reingehen würden. Machen sie aber nicht. So, Alarm. Zustand. Wir gehen mal hier hin. Das ist ein Problem. Das sind eigentlich zu viele. Das sind eigentlich zu viele, um direkt zu fighten. Was hat der Brandgranaten? So, was wir jetzt erst machen müssen, wir müssen diese Tür hier offen halten. Wir müssen alle relativ nah am Eingang aufstellen. Chat vielleicht hier in Deckung. Legolas Sniper, den stellen wir hier hin. Warte mal, Chat müsste vielleicht mal hier. Frau Braun geht nach vorne und tankt. Oh, das ist... Chat muss näher ran. Ja, die sind in Range. Chat... traf ich's erst. So, ich würde sagen, wir stellen jetzt Frau Braun hier rein. Okay, rest in peace. Alter, Frau Braun weiß nicht. Das Chat, lass Chat in Ruhe. Okay, nice. So, ist Frau Braun tot? Nein, sie brennt nur. Oh, shit. Das sieht nicht so gut aus. Ich glaube, das Engagement hätte ich anders nehmen sollen. Wir sollten vielleicht erstmal Focus Fire machen. Okay, ist tot. Wie sieht es bei Dr. Kopfs aus? Keine unmittelbare Gefahr. Bei Jenny keine unmittelbare Gefahr. Bei Vitali keine unmittelbare Gefahr. Das ist gut. Okay. Machen wir jetzt mal immer fokussiertes Feuer auf eine Person. Der ist tot. Chat brennt ein bisschen.
wechseln wir mal hier die Posi. Ich also kann das löschen. Regnet ja eh, ist kein Problem. So. Wir ziehen uns mal hier zurück. Okay, der hat einen Brandgeschoss. Wer von Schieß auf Chat? Nicht so geil. Ist der da, ne? Der hat eine Shotgun. Wir schießen aber erstmal alle, glaube ich, auf den. Dr. Cox ist ohnmächtig. Rüstung anziehen. Hätte ich machen sollen. Ich hätte die Rüstung vorher anziehen sollen. Wann stirbt denn Frau Braun? In 10 Stunden. Okay, ist noch ein bisschen Zeit. Dr. Cox stirbt in 20 Stunden. Okay, jetzt haben wir ein Problem. Chat brennt. Gehen wir mal mit Chat zurück. Oh, die hauen ab. Nice. Okay. GG. Also, war ein bisschen knapper. War ein bisschen knapper als erwartet. Aber okay. So, dann gehen wir mal hier aus dem Kampfmodus raus. Raus. So, die sollen alle abhauen, das ist in Ordnung. Wir müssen die Feuer löschen. Die Leute müssen sich versorgen. Es sind viele angeschlagen. Wir hätten, glaube ich, mal... Du brauchst Mörser. Ich habe Mörser. Aber die waren ja direkt... Die sind hier gespawnt und sind direkt hier runtergelaufen. Ich glaube nicht, dass wir mit Mörsern viel gemacht hätten. Außer die Brandgranaten brauchen wir für den Deal. Okay, Frau Braun sollten wir langsam mal retten, oder? Das steckt in 9 Stunden. Könnte Hacke-Petra hier... Legolas rettet Dr. Cox. So, dann erlauben wir mal. Erlauben wir die Sachen hier und wir müssen die Wände wieder schnell zubekommen. Und ich denke, ich muss hier außen eine zweite Wand. Eine zweite Wand anlegen. So, haben wir genug Medizin, um die Verletzten zu versorgen? Wie viele Leute sind überhaupt verletzt? Also, wir haben 4 Plätze, aber wir haben, glaube ich, mehr als 4 Verletzte, ne? Die anderen können sich vielleicht in die Betten legen. Tiere raus. Oh, stimmt. Wir können die Tiere wieder rauslassen. Die dürfen was essen und können auch transportieren. Ich hätte die Tiere benutzen können als Meat Shield, die Elefanten. Alarmarzt. Was denn? Wir haben 2 Ärzte, die sich darum kümmern. Die liegen beide im Bett. Scheiße. Okay. Dann machen wir es mal so. Chat versorgt jetzt Frau Braun. Jenny versorgt Vitali. Nee, kann sie nicht. Warum nicht? Kann Vitali jemanden versorgen? So, lass mal, wo liegen denn alle? Also Frau Braun ist hier. Dr. Cox liegt in seinem Bett. Stirbt in 15 Stunden. Legolas schläft. Kann der Arzt sein? Nein, 0,19. Boah, wir haben jetzt mit diesem einen Angriff, haben wir so viele gute Leute verloren. Scheiße. Dann haben wir niemanden, der hier Arzt sein kann. Wir hatten doch immer so gute Ärzte. Die Vitali könnte versorgen. Dann soll mal Vitali Dr. Cox versorgen. Mylab hat keine unmittelbare Gefahr. Okay. Auf Chat aufpassen, ist er tot. Ja, wir müssen Chat auf jeden Fall im Auge behalten. Der stirbt in 21 Stunden. Der ist aber noch mal voll am Upworken. Wir könnten Selbstversorgung bei Chat anmachen. Also ich glaube, wir machen mal Selbstversorgung bei Chat. Der kann das schon selber. So, Selbstversorgung. Ist er aktiv sogar?
Okay. Krankheit, Wundinfektion bei Hacke Petra. Ich wusste es, weil es hier aussieht wie Sau. Wo unten Ambrosiaheim. Schön. Na gut, dann schauen wir mal rein. Also, wird es... Wird Chat sich selbst versorgen? Ja. Wir, haben wir Leute, die putzen können? Legolas. Wir wecken mal Legolas. Der muss mal das ganze Blut hier weg, wegwischen. Weil sonst haben wir hier die Infektionsgefahr zu hoch. Hier wird alles vollgeblutet von den ganzen Verletzten. Tür im Westen wieder zu. Das ist ja keine Tür, das ist ja hier ein Loch in der Wand. So, wir schauen mal. Versorgt? Ja. Versorgt? Ja. Versorgt? Nein. Die Wundinfektion von Hackepreter wird jetzt von Vitali versorgt. Vitali wurde selbst noch nicht versorgt. Dr. Cox wurde versorgt und Frau Braun wurde auch versorgt. Okay. Aber wir brauchen eine größere Krankenstation. Die Innentür, Matteo. Ach so. Ich meine die hier. Ja, vielen Dank. So, die Waffe. Ich lasse mal die Waffe da liegen. Die kann Jenny sich dann wieder später nehmen. So, es liegt Chat hier im Bett. Aber akut verbluten wird, glaube ich, niemand jetzt mehr, oder? Nee, hier wurde auch versorgt. Die Wundinfektion wurde zwar versorgt, aber nicht besonders geil. Die Behandlungsqualität war nur 27%. Die Immunität ist bei 16% und die Wundinfektion selbst bei 20%. Das ist also ein bisschen knapp. Also die nächste Behandlung müsste Chat, glaube ich, machen. Chat ohne Mittelfinger ist nicht mehr Chat, stimmt. Boah, das hat mich jetzt, also der Angriff, der war jetzt kacke irgendwie. Also den habe ich irgendwie kacke abgehalten. Da hatten wir viel zu viele Opfer. Ich glaube, ich müsste dafür sorgen, dass egal von welcher Seite wir angegriffen werden, wir auf jeden Fall verteidigen können. Ich müsste also vielleicht nochmal so eine Mauer, so eine Trump-Mauer, um unsere gesamte Basis ziehen und dann nochmal so Sandsack-Barrieren aufstellen. Gute Medizin benutzen, wenn du sie hast. Ich glaube, ich habe gerade keine gute Medizin mehr. Da müssen wir mal schauen. Ja. So, Chat versorgt gerade Hacke Petra. Wann ist denn die nächste Behandlung? 5 Stunden. MyLab hat sich vollständig erholt. Das ist sehr gut. Keine Granaten haben den Kampf in die Länge gezogen. Ja, das könnte man vielleicht versuchen, dass wenn die so durch so einen Chokepoint kommen, dass wir da Granaten reinballern. Das wäre eigentlich eine ganz geile Idee. Ja. Du hast keine externen Gefechtspunkte. Ja, Matteo. Ja, genau. Das ist so ein bisschen das Ding. Also ich glaube, eine äußere Mauer, die wir dann verteidigen, ist, glaube ich, ganz gut. Da hatte doch einer einen Raketenwerfer. Genau, das war so ein Brandgeschosswerfer. Vitalmonitor und modernes Bett. Haben wir ja. Wir haben hier einen Vitalmonitor und hier haben wir 2 Krankenbetten. Nur halt an den beiden Positionen nicht. Aber ist, glaube ich, nicht so schlimm. Schauen wir mal ganz kurz. Wir könnten die Plätze tauschen. Aber wie machen wir das? Leg die mit Wundinfektion da rein. Achso, das meinte er ja. So, wir lassen mal Chat aufstehen. So, kann behandelt werden. Wir machen jetzt mal hier Behandlung priorisieren. So, kann... Ja, wir tauschen mal. Nice. So, das war, glaube ich, eine gute Behandlung. Die Behandlungsqualität ist 62%. Trotzdem wird es eine knappe Kiste. Uiuiui. Also die Wundinfektion ist gerade bei 50 und die Immunität bei 46. Müssen wir den Oberkörper abnehmen? Mutter müsste jede Sekunde wieder da sein, Fragezeichen. Ich hoffe. Wir sind immer noch knapp 3% weg.
Alle Jenny, ne? Jenny ist halt komplett RIP. Keine Augen mehr, keine Finger. So, wir werden mal hier die Waffe wieder nehmen. Hast du doch eben trainiert. Was habe ich eben trainiert, Frau Braun? Sorry, dass Sie abgeschossen wurden. Tut mir leid. Gibt es eigentlich neue Rasurregeln? Ja, gibt's. Vielleicht brauchen wir mal einen Clip oder so, so wie Niklas ihn hat, damit immer gespammt werden kann. Die neue Rasurregel, bis ich wieder Haare habe, ist folgendermaßen. Wenn Chat stirbt, wird gemurmelt. Die Person, die gewinnt, dessen Name, der Anfangsbuchstabe, wird in meinen Hinterkopf rasiert. Das ist die Regel. So, Hacke Petra, wie sieht's aus? Überlebst du oder nicht? Ja, wir sind drüber. Chat, wir sind drüber. Wundinfektion 64%, Immunität 66%. Ja. Kompletter Sellout. Was heißt ein Sellout? Ich krieg kein Geld für Haare rasieren. Schade. Okay. Jetzt sicherstellen, dass die Behandlungen immer pünktlich sind. Ich glaube, wir sind schon über dem Berg, Chat. Die Behandlung kam und wir sind bei 72%. Das wird die nicht mehr einholen, die nächste Behandlung. Vitalmonitor und das Bett sind OP. Ja, die sind wichtig gewesen, weil ich glaube, in dem Bett wäre es auf jeden Fall zu knapp gewesen. Oh. Oh, fuck. Was ist gerade passiert? Mutter ist verwirrt wegen einem Erholungsmangel. Nein! 2 Meter vor der Base ist sie jetzt ausgeflippt oder was? Okay, das ist scheiße. Ja, nice. Bedürfnis, gesund. Okay, Nahrung ist noch okay, Ruhe ist okay. Oh, da müssen wir aussitzen. Können wir eh nichts machen. Wir könnten sie auch nicht abholen, oder? Glaube ich zumindest. Ein paar Backpfeifen regeln. Ja, wer soll dir Backpfeifen geben? Ist ja keiner da. Zusammenschlagen. Geht nicht. So, hier die ganzen Leichen müssen wir auch mal wegschaffen. Ich muss hier den Doppelband ziehen. Das müssen wir direkt als nächstes angehen. Also, dann machen wir es mal folgendermaßen. Wir nehmen jetzt Jenny und sagen ihr, sie soll bitte ein Echon. Dann werden wir hier eine Fallenfront ziehen. Und zwar ab hier. Damit wir eine Notmauer haben, sozusagen. Also einmal die Außenmauern verstärken. Das hätte ich schon viel früher machen sollen, glaube ich. In der Modliste fehlt leider die mit den Waffen. Genau, die Drafted. Show Drafted Weapons Mod oder so. Ich weiß gerade nicht, wie die heißt, leider. Ich weiß gerade leider nicht, wie die heißt. Kann ich das so einsehen? So, ich muss gar nicht so weit machen, fällt mir auf. So, und jetzt schauen wir mal ganz kurz rein. Menü. Optionen. Ist hier irgendeine Modliste? Mod-Einstellungen. Hier, Show Draftees Weapon. Die Mod ist noch drin. Es wäre super, wenn die noch hinzugefügt werden könnte von einem Mod. Das wäre super gut. Vielen Dank. Nicht so viel, Matteo. Lass sie erstmal arbeiten. Ja, das kriegen die schon hin, die paar Fallen. Die sind jetzt auch nicht hoch priorisiert. So, die Frage ist, bauen wir hier noch einen Ausgang hin, also mit Türen? Also eine Schleuse, dass man aus der Richtung raus kann. Ich glaube, es wäre eine ganz gute Idee. Dann bauen wir aber eine Granittür. Ich baue die mal hier unten hin. Wir bauen hier auch eine hin. Okay. Okay. So, dann Plastahl haben wir richtig viel. Wie sieht es mit der Forschung aus von dem Schiff?
Wir forschen aktuell an der Tiefenbohrung, aber das haben wir pausiert, weil wir die Brandgranaten hergestellt haben. Wir können jetzt wieder die Forschung aufnehmen. Das heißt, wir gehen auf My Lab, sagen Forschung wieder auf eine 1, Handwerk auf eine 2. Tiere jagen. Ja, wir könnten ein paar Tiere jagen, aber wir haben echt viel Fleisch, ne? Aber lieber jetzt, wo wir gerade den Raid fertig haben und vielleicht ein bisschen Leerlauf ist. Also für die harten Zeiten haben wir dann vielleicht Essen. Wir schauen mal auf die Wildtiere. Was gibt's denn hier alles? Wir jagen mal alle Ratten und sowas, weil das erhöht auch den Schussskill. So, alle 0% Tiere werden auf jeden Fall auf die Jagdliste gesetzt. Dann haben wir hier ein paar Affen. Ja, wir haben mega viele Affen auf der Map. What the fuck? Aber gibt's auch was Größeres? Gibt's auch vielleicht Alpakas? Hier ist noch ein Alpaka, das jagen wir auch. Dann sind hier zwei Panther. Herr Döner und Frau Braun sind Panther. Die Maria auch. Sollen wir die Panther jagen, ist die Frage. Oder ist es zu risky? Von Travolta, Travolta schreibt, warum bin ich ein Affe? Weiß nicht. Kann ich dir nicht beantworten. Miau, Mateva. Frau Braun, hören Sie auf. Dürfen Sie gar nicht. Als meine Lehrerin dürfen Sie nicht so zweideutige Geräusche machen, ja? So, was haben wir denn hier? Komprimierter Stahl. Den will ich auch abbauen, auf jeden Fall. So, Befehle. Wir bauen den Stahl hier ab. Hier sind noch Bauteile drin. Das ist auch richtig geil. Hier ist noch mehr Stahl. Ja, wir könnten mal so ganz langsam hier versuchen, noch mehr an Ressourcen zu kommen. Aber wirklich nur langsam. Aufgrund der fehlenden Aufrechterhaltung des Trainings hat Valiminator eine Fähigkeit verloren, Leine lösen. Das liegt, glaube ich, daran, wer war denn unser Tiertrainer? Tierpflege MyLab. Chat und Jenny. Okay, machen wir bei Jenny die Tierpflege wieder rein, obwohl das nur auf einer 3, ne? MyLab hat halt 7 bei Tierpflege. Gino, genau. Erst war es ja Gino. Aber der hat sich ja so scheiße um die Tiere gekümmert oder er hat sich ein bisschen zu gut um die Tiere gekümmert. Chat will ich gerne bei anderen Aufgaben sehen. Wir lassen es mal Jenny machen, weil Jenny putzt im Prinzip nur gerade, weil sie ist auch blind. Okay. So, was haben wir denn hier bei Bergbau? Bergbau haben wir Vitali Klitschko eingeteilt. Zeig mal her, macht er das jetzt auch gerade? Wo ist denn der Gute? Hier. Er putzt. Er soll aber Berg bauen. Vitali, komm. Hör auf zu putzen, mach Bergbau. Okay, geht er jetzt los? Nee. Entfernt Dreck. Okay, Vitali will lieber putzen. Okay. Du lässt die Blinde putzen, GZ. Ja, das ist doch perfekt, weil die erfühlt ja, wo der Schmutz ist. Das heißt, es ist nicht nur optisch rein, sondern sogar haptisch. Zone einstellen. Oh, haben wir die Zone? Oh ja, deswegen. Scheiße. Danke, Chat. Wunder mich schon die ganze Zeit, warum das so kacke ist. Die Zähmung. Was? Da die Zähmung nicht mehr erneuert wurde, ist Mubot wieder verwildert? Nein! Na, ne. Das lasse ich nicht zu. MyLab. Es wird Zeit, zurückzuzähmen. Das habe ich noch nie erlebt, dass hier entwildert wurde. Also wieder verwildert. Also entzähmt. So, Zähmung kommt. Ja, Zähmung. Komm, knabber was. Schön was knabbern. Ja, ja, komm. Scheiße, fehlgeschlagen. Na gut, morgen wieder. Alarm! Oh, was? Alarm! Turi raidet uns mit 132 Zuschauern. Vielen Dank, Turi. Und willkommen bei einer entspannten Runde Trimworld. Was gab's bei Turi? Was wurde bei Turi gespielt? Darkwood. Ist es ein Horrorspiel? Klingt so.
Der kann auch Aggro werden, Elefant. Ja, sieht nice aus. Aha. Okay, nice. Also, wir versuchen trotzdem, Mobot wieder zurückzuzähmen. Der lebt jetzt hier bei den anderen Elefanten. Alter, ist das ein massiver Stahlbrocken hier? Geil. Geil. Okay. Warte mal, hier ist noch Metall. Das wollen wir dringend reintragen. Also das ist so Schrott, den können wir einschmelzen zu richtigem Stahl. Was mit Mutter eigentlich? Die folgenden Kolonisten sind sehr stark gestresst und könnten jeden Moment einen extremen und potenziell gewalttätigen Nervenzusammenbruch erleiden. Mutter. Aber hat sie sich nicht wieder einbekommen? Sie kommt, oder? Komm, Mutter. Komm. Mutter. Komm, Mutter. Mutter, komm. Komm. Heulnis. Fuck. Okay, Karawane mit Mutter ist angekommen. Geil. Mutter, erhol dich erstmal. Und dann hier, was ist mit Fäulnis? Ein Kolonist hat Pflanzenfäule entdeckt. Wo? Hier drin. Wisst ihr, was wir machen? Wir lassen alle Tiere hier rein und die sollen es wegfressen. So, dafür machen wir eine Zone. Wir nennen die... Kein Kannibale-Zone, ich habe keine Ahnung. Ah, nee. Das heißt, wir müssen die Kein-Kannibale-Zone. Das war noch damals, wisst ihr noch, als wir einen Kannibalen hatten. Kriege ich denn das jetzt weg? Kriege ich denn das jetzt weg, ey? So, dann müssen wir auf keinen Kannibale gehen. Nee. Gebiete verwalten. So, kein Kannibale invertieren. So, dann. Schließen. Dann. So. Weg. Dann. Hier. Zack. Und alle Tiere gehen die kein Kannibale-Zone. Okay. Los, rein da. Rein da. Schnabuliert alles weg. Ich will hier alles weggefressen sehen. Nicht schlafen. Essen. Na gut, kann man nichts machen. Kann man nichts machen. Die pennen da jetzt einfach alle drin. Aber das Gute ist, es ist komplett abgeschottet, das Ding. Das heißt, die Fäulnis wird nicht überspringen auf andere Felder. Lebt Turi die Bumalope eigentlich noch? Ja. Turi lebt noch, aber ist aktuell nicht schwanger. Ungewöhnlich. Werden die nicht krank davon? Nee, das ist nur Fäulnis. Frau Braun hat sich vollständig erholt. Nice. Die holen hier die ganze Zeit den Schrott. Ist geil. Was haben wir hier? Das ist auch ein massiver Silberfelsen. Geil, den können wir auch nochmal irgendwann abbauen. Und hier haben wir noch einen geilen Plastahlfelsen. Okay. Also, unsere Defense steht immer noch. Ich muss mal dafür sorgen. Hier werden auch schon die Fallen gebaut, das ist sehr gut. Dann brauchen wir einen neuen Befehl. Und zwar müssen wir Holz hacken. Weil unsere Holzvorräte gehen, glaube ich, langsam wieder zur Neige. Das sind unsere letzten Holzvorräte. Und hier liegt übrigens auch noch mal... Ach, scheiße! Wir müssen ja die Expedition starten. Mit dem Brand geschossen. Fuck. Fuck. So, das heißt, wen schicken wir da jetzt los? Weiß es nicht. So, hier und Frau Braun. Schwert. Chat? Nein, Chat auf keinen Fall, aber guter Versuch. Mutter ist zu langsam und bricht auch immer zusammen.
Nein, nicht Chat. Schick die Lehrerin. Ja, aber wir müssen jemanden schicken, der auch tragen kann. Oder wir könnten einen Elefanten... Hier wird gebumst. Wir könnten einen Elefanten mitschicken. Jenny und einen Elefanten. Ja, Jenny ist aber blind. Mutter geht's am besten. Hä, was? Mutter geht's gerade nur am besten, weil sie eine Katatonie hat. Hier, das ist in der Katharsis, meine ich. Nicht Katatonie, Katharsis. Also, das bringt nichts. Wir müssen, glaube ich, jemanden nehmen, den wir entbehren können. Transportkapseln. Ich weiß nicht, wie die funktionieren. Dann machen wir hier nicht neu anpflanzen. Allgemein können wir das ja auch ausschalten. Jetzt gerade. Mutter war gerade auf Reise und ist fix und alle. Genau, das sehe ich genauso. Händler sind da. Oh, lass mal schauen, was wir für Händler hier finden. Da. Die haben... Ui, Chat. Die haben hier die Waage. Wargusse. Wir nehmen mal Mutter und handeln mit dem. Gucken, was sie so am Start haben. Einladen, hinschicken. Und dann zu Fuß zurückgehen. Ja, aber das Tragen ist zu schwer von dem ganzen Plastall. Da müsste ich ja das Tier mitschicken. So. Okay, wir verkaufen nicht unsere Bumalopen, wir verkaufen nicht unsere Elefanten. Ein Wag kostet knapp 600. Da sind ein Männchen und zwei Weibchen. Boah, wir könnten die züchten, ne? Go-Juice verkaufen wir, Plastall verkaufen wir nicht. Die haben aber Plastall, ich würde den gern kaufen. Teuer. Tierstoßwelle. Gold. Die haben auch Gold. Shit, wir müssen eher Gold kaufen. Weil an Plastall kommen wir so ran, an Gold nicht. Gold können wir einfach nur so finden. Das heißt, wir brauchen das Gold von denen. Verkaufen wir vielleicht doch ein Tier, damit wir uns den Golddeal leisten können. Chat, welche Bumalope können wir am ehesten verkaufen? Hier ist ein Weibchen. Das einzige Männchen ist unnamed. Das müssen wir behalten. Und Turi will ich auch behalten, weil der hat bisher am meisten Kinder bekommen. Also eins von den beiden Weibchen würde ich sagen. Das älteste wäre Turi. Turis Kinder sterben aber immer. Ja, aber ist ja nicht die Schuld von Turi. Ist die Schuld von den Kindern, dass sie nicht wissen, wie die sich zu verhalten haben. Das zweitälteste dann. Das zweitälteste Weibchen ist ein Jahr alt. Die anderen beiden sind noch super jung. Dann würde ich sagen, verkaufen wir Zinnes. Bumm. Okay. Ob du das Geschäft wagen sollst? Ja, das Männchen ist 8. Ja, aber das Männchen zu verkaufen wäre ja maximal kacke. Dann ist unsere Zucht vorbei. Wir brauchen ja ein Männchen, um zu züchten. Die Kinder sterben nur, weil die Gene der Väter Müll sind. Ist es so, Turi, ja? Ist es so? Mhm, gut. Dann nehmen wir mal an. So, es liegt hier Gold. Ich will das Gold sofort reingebracht sehen, weil es wertvoll ist. Nicht das Gold kaufen. Warum denn nicht? Ich habe deine ganze Kolonie am Leben gehalten. Wehe, du verkaufst mich, nur weil ich alt bin.
Das Ding ist, wenn du alt bist, bist du eh nicht mehr viel wert. Deswegen lohnt es sich gar nicht, dich zu verkaufen. Das heißt, wir behalten dich. Und dann irgendwann schlachten wir dich einfach und essen dich. So. Matteo, ich gebe dir einen Döner, wenn du sie verkaufst. Wie schnell könnte der Döner hier sein? Nee, wir behalten Turi, komm. Turi ist jetzt schon, die gehört zum Inventar hier bei uns. Was ist denn hier los? Wird hier geballert? Okay, guck mal, die blinde Jenny versucht gerade eine Ratte zu erschießen. Okay, Jenny. Sie gibt auf. Na gut. Die Waffe hier erlauben wir mal. Die liegt zwar draußen und geht bald kaputt, aber... Döner mit Amazon Prime. Ey, Leute, das ist es, ne? Döner mit Amazon Prime. Same Day Delivery. Warum gibt es eigentlich keine Döner-Lieferservice? Sagen wir mal so, ab 3 Döner kannst du... Von Mehmet, ja. Kannst du dir einfach... Gibt es? Hey, in Hamburg gibt's hier nicht. Obwohl, das liegt vielleicht auch daran, weil ich nicht sehr oft gucke, ob ich Essen bestelle. Gibt es? Doch, gibt es bei Lieferando. Ach, geil. Nennt sich Lieferando. Und da gibt's Döner. Krass. Kannst du auch mit Taxi bestellen. Also wie dekadent ist das denn, wenn ich mir einen Döner mit einem Taxi bestelle? Also sollen wir dir jetzt einen Döner ins Studio bringen? Nein, nur wenn ihr Taxifahrer seid, ansonsten nicht. Ich habe das schon öfters gemacht. Ja, wie denn? Ruf dir dann den Taxi... Okay, warte, wir müssen kurz unterbrechen, die Diskussion. Erinnere mich bitte später dran, dass es weitergeht. Ja. Eine Art psychische Welle fickt über die Gegend. Die Kolonisten sind okay, aber es scheint so, als ob mehrere Kasuare durchdrehen. Einer, nee, zwei, drei. Okay, wir müssen also uns verschanzen. Tiere bitte in die... Oh Gott, haben wir die Tiere die ganze Zeit da drin? Oh mein Gott. Menschen bitte in den Panic Room. Oh! Legolas! Zum Glück hat er eine Rüstung an. Aber Kasuare sind krass. Okay, Legolas. Lauf mal. Ja, gut. Ja, gut. Nein, nicht so gut. Komm, lauf mal hier runter. Nicht! Komm, Dr. Cox! Ja. Okay, Legolas. Geht's gut? Noch ein bisschen Blutung, ist alles cool. So, hier auch. Raus. So, dann könnt ihr sogar einsammeln. So, wo sind die anderen Kasuare? Wo sind die Mist... Was ist denn hier los? Oh, oh. Ach, hier ist noch so ein Trupp. Und die haben die ganzen Kasuare gekillt. Wie geil ist das denn? Alter, wie nice. Aber warte mal. Warum ist Jenny draußen und jagt gerade, obwohl ich gesagt habe, alle in den Panic Room? Hä? Blind? Ja, aber nicht taub. Sie ist blind, aber nicht taub. Sie hat deine Order nicht gesehen. Ach so, es war schriftlich. Okay, ich verstehe schon. So, dann sagen wir unbegrenzt.
Und wir... Ich würde die gerne mal einsammeln, weil das ist bares Fleisch. So, hier den Rest geben. Was mit dem hier? Der ist ja wieder... Der ist ja wieder fein. Aber der stirbt doch bestimmt gleich, oder? Tod in 12 Stunden. Hier auch den Rest geben. Schlachten wir auch. Das nehmen wir mit. Hier liegt ein Toter. Das wollen wir nicht mitnehmen. Einen haben die Kasuare erwischt. Der Arme. Shin 666. Rest in Peace, Mann. Einer der Händlersrip. Ja, genau. Habe ich auch gesehen. Okay. So, dann können wir hier außen die Wände aber auch weiterziehen. Die fallen hier fast durch. Welche? Wir haben 322 Granit. Das heißt, wir bauen eine Granitaußenwand. Problem ist, wenn die Fallen nicht fertig gebaut sind und die bauen die Wände, dann laufen die wieder die ganze Zeit in die Fallen rein. Tierzone, stimmt, genau, da wollte ich mal gucken. Die, hä? Da war eine, so eine ganz kleine Zone und haben sich alle Tiere reingequetscht. Ich muss sie mal löschen. Okay. spielt Matteo kommende Woche Tarkov weiter? Ja, sehr wahrscheinlich. Ich muss nur Leon fragen, ob er Bock hat mitzuzocken. Ich würde es auch alleine ein bisschen spielen, aber halt immer abends. Und ich muss halt mal gucken, ne? Also Tarkov ist halt eine schwierige Hausnummer, da muss ich mich halt reinfuchsen, ne? Händler-Items und Augen ausschlachten. Was hat denn der für Items? Wir können mal gucken, was er dabei hat. Inventar. Kriegsschleier und Stammesbekleidung. Mehr hat er auch nicht dabei. Wir erlauben mal beiden Dinge. Und dringend wegtragen. Und der hier wird auch bald sterben, glaube ich. Wir müssen die Karawane jetzt mal losschicken. Ich habe keine Zeit mehr. Ich habe sie jetzt voll vertrödelt. So, wir machen es mal folgendermaßen. Wir schicken Frau Braun und Vitali los. So, wir bilden hier eine Karawane. So, mit Frau Braun und Vitali. So, die können beide jeweils ungefähr so 25 Kilo tragen. Frau Braun sogar ein bisschen mehr, die stärker. Reicht das, um den ganzen Stahl zu transportieren? Ich glaube nicht. Wir sollten vielleicht einen Elefanten mitnehmen. Keinen Schwangeren und keinen, der gebondet ist. Also Rudolf Fand. Wie alt ist denn der? Ist Rudolf Fand, wie alt ist Rudolf Fand? Lasttier, ja. Sehe ich irgendwie ihr Körper? Der ist erst ein Jahr alt, nein. Vielleicht eine Kuh. Wir nehmen eine Kuh mit. Ein Kalb. Bierbaron. Nehmen wir mal eine solide Kuh mit. Das ist gut. So, hier. Können wir, glaube ich, mehr tragen. Oh, nee. Können wir mehr tragen? Nee, ist kein Lasttier. Eine Kuh ist kein Lasttier. Kann nichts tragen. Scheiße. Der Locher. Wo ist der Locher? Ach, der ist hier. Okay. Locher wird mitgenommen. Sichtbarkeit jetzt 100%, das ist natürlich nicht so geil, ne? Dann gehen wir mal hier bei Vitali auf den Körper und sagen hier üppig. Dann gehen wir bei Frau Braun auf den Körper und sagen üppig? Ist schon üppig. Lol. Nimm nur einen Kolonisten. Safe. Ja, okay, dann nehmen wir, stimmt. Warum sollen wir zwei nehmen? Was bringen zwei? Wir haben Frau Braun nie eingestellt. Na gut, dann nehmen wir Frau Braun nicht mit. Wir schicken nur Vitali Klitschko. Machen wir hier Paste. Okay, schließen. Dann gehen wir auf Gegenstände. Dann Überlebensration. Wir haben 69 Überlebensrationen? So, wir gehen mal hier in den grünen Bereich. Ich habe noch keine Route ausgewählt. So, das hier, ne? Nee. Hier war das. Fuck.
So, das hier war's. Okay, wähle Route. Wir haben Tagesrationen für 10 Tage. Also sind wir safe. Hey, das ist ja viel zu viel. Wie viele Tage sind wir denn unterwegs? Was standen da gerade? 2,5 Tage. Okay, dann reicht 7,3, das Doppelte. Easy. Ist Mutter wieder umgestellt auf Paste? Müssen wir gleich mal schauen. Ist auf jeden Fall ein guter Hinweis. Dann nehmen wir ein bisschen Medizin mit. 5 Stück. Nahrung haben wir. Und wir nehmen, haben wir Gold, Silber noch. 51 Silber nehmen wir komplett mit. Okay. Ah, wir brauchen noch die Brandmunition. Scheiße, hätte ich was vergessen. Oh nein, wird die mir jetzt hier nicht angezeigt? Chat, wird die mir jetzt nicht angezeigt, weil die nicht im Lager liegt? Ich dachte, die Regale zählen als Lagerzone. Nein! Blind? Ich sehe es nicht. Wo ist denn? Wo ist es? Bin ich blind? Da ist es nicht. Da ist es nicht. Da ist es nicht. Da ist es doch! Ich bin blind! Bin blind, Leute. Ich war nur blind. Alles cool. Bleibt mal cool jetzt, ja? So, okay, annehmen. Geil. Okay. Schlafsack, fuck, Mann! Ah, nee, ist egal. Die kann auf dem Elefanten schlafen. Oder der. Die haben die Schlafsäcke auch noch gar nicht. Doch, die sind hier. Scheiße. So, wir reißen die ab. Nee. Abreißen oder abbauen? Was? Die Karawane wird weiter zusammengestellt, wenn niemand mehr einen Nervenzusammenbruch hat. Hat mein Elefant jetzt einen Nervenzusammenbruch? Oh. Ihr meint, das soll man nicht so machen. Wo ist denn deinstallieren? Ach so. Deinstallieren. Deinstallieren. Okay. Der Locher hat einen Nervenzusammenbruch. Warum hat der Locher einen Nervenzusammenbruch? Ach, weil er Demenz hat. Oh Mann, das ist wegen dem ganzen Gift gewesen. Hat er eine Demenz bekommen und jetzt will er nicht mehr. Junge, was ist mit dem los? Aber wir haben ein bisschen Glück, weil wenn das passiert wäre, während die Kolonie läuft, dann wäre das kacke gewesen. Matteo, Hand of Blood möchte was von dir. Wo? Wo ist er denn? Setz dich mal bitte so hin, wie dort Niklas sitzen würde, wegen seinem T-Shirt. Niklas sitzt immer so. Er sitzt sehr gerade, so. Hä, mach den doch so eine Riesenfresse drauf. Ich schau mir schon ein paar Sportcards aus. Achso, okay, alles klar. Da sieht man viel. Ja, bei ihm ist immer anders, er guckt immer so von oben. Aber mach ihm hier so eine Riesenfresse drauf. Von dir und schreib am besten so drauf, ich bin scheiße im Videospielen und mein Penis ist auch klein. Sowas. Ja, ja, so groß wie das T-Shirt selbst. Genau sowas. Ich weiß schon genau, was ich draufschreibe. Okay, bin gespannt, wird geil. Hat mit dir zu tun. Nein, hör auf, Mann! Ich hab nichts verloren gegen dich! Komm mal ran! Lass mal was spielen gegeneinander! Lass mal was spielen gegeneinander und dann kannst du. Das ist bestimmt mit dem Eis! Ja, ist mir. Es war mir klar, dass das wieder auf mich dann zurückfällt! Ich bin unschuldig! Das mit dem Eis kann man noch machen! Ich hab da kein Problem mit! Mann, ey! Danke nochmal für den Vorschlag der Wette. Ja, kein Problem. Max, spielst du COD? Hä? Spielst du COD? Das ist Modern Warfare, das neue, hä? Spielst du das? Scheiße, Karawane ist im Arsch. Fuck.
Der Locher hat Demenz. Okay, das haben wir schon gesehen. Warte. Flüchtling. Oleg. Kontaktiert dich und bittet um Hilfe. Er ist verwundet und kaum noch bei Bewusstsein. Ohne deine Hilfe wird er innerhalb von 15 Tagen sterben. Fuck, Oleg. Oleg ist 42 Jahre alt. Ja, gut. Nee. Rest in peace. Ich muss jetzt designen. Ja, dann designen. Na gut, dann design das mal. Schreib eine Mail an mein Management, wenn du auf die Fresse willst. Du hast ein Management, um dir auf die Fresse boxen zu lassen? Ich will auch so eins. Ja, hi, hier ist Mental. Ja, hier, ihr habt doch Hand of Blood bei euch unter Managementvertrag, oder? Hey, mein Telefon ist gar nicht angeschlossen. Tschüss! So, komm mal ran. Ich schreib dir bei Twitter einfach. Management. Feine Herr. Schreib dir bei Twitter, dann musst du irgendein Spiel nur finden, wo du scheiße bist. Ja, das wird nicht so easy. Gut, wo war ich jetzt gerade stehen geblieben? Hier. Der Locher ist immer noch verwirrt. Wir können ihn halt nicht losschicken. Solange. Doch, guck mal, guck dir mal den Jungen hier an. Der brutal bufft. Ach Mann, jetzt habe ich schon keinen Bock mehr auf das Shirt. Das Shirt wird mich mehr abfacken als Niklas. Spielt doch RimWorld. Ich glaube nicht, dass Max RimWorld spielt. Kann man nicht gegeneinander spielen. Irgendwie so COD oder so, oder Counter-Strike oder irgendwas. So, na gut, ich komm mal wieder rein hier. Doch, im Multiplayer. Das macht er nicht. Dark Souls geht auch nicht gegeneinander. StarCraft wird er nicht machen. Max wird niemals StarCraft gegen mich spielen. CS macht er auch nicht. COD wäre halt möglich. Halo macht er nicht. Schach. Schach wäre geil. Schach wäre ich dabei. Long Drive. Macht er, glaube ich, nicht. Essen geht aus. Überlebensration ausschalten. Oh, fuck. Danke, Mann. Vier gewinnt. Minesweeper. Mach Spiele mit Schmerz mit ihm. Da kam einfach Gold runter. Das Spiel. Nee, Silber. Das Spiel hat uns einfach Silber geschickt. So, hier, Junge, du bist so scheiße. Hier ist Geld. Okay. Civilization 6. Ja, Civilization, da bin ich aber selber richtig scheiße drin. Wir können uns abwechselnd in die Hände klatschen, bis einer aufgibt. Ich habe mir im Dezember deshalb im Suff dreimal die Hand geprellt. Das haben wir früher auch gespielt, aber mit Hände klatschen, und wer verliert, der muss einmal eine Backpfeife ins Gesicht aushalten. Und da hatte mir ein Kollege, der Georg, der war Russe, der hat mir so krass auf das Ohr drauf gedrescht, dass einfach ich den ganzen Abend Tinnitus hatte. Und das hat fucking wehgetan. Nee, schön von oben durchziehen und der andere hält unten hin. Ja, lass machen. Lass es machen. Aber wann bist du in Hamburg? Aua. Lass mal COD zocken oder so. Egal, mach erstmal das Shirt. Dann gucke ich mir das Shirt an, dann rege ich mich über das Shirt auf und dann schreibe ich dir was Gemeines auf Twitter. Und dann schreibst du zurück und sagst, dann nimmst du meine Ehre und dann machen wir das. Fuck. Was ist denn hier? Australien? Scheiße. Warum brennt denn das hier? Ich guck einfach nicht hin. Uff, oh. Too soon? Sorry. Too soon, sorry. Sorry, ich nehme das zurück. Es brennt nicht in Australien, es brennt da nicht. Rettet die Koalas? Ja, hab ich gesehen. Und ihr könnt abwechselnd einen Ventilator mit dem Gesicht aufhalten, bis einer aufgibt. Auch eine sehr gute Idee. Ja. Was wird denn rasiert, wenn er RIP ist? Buchstabe in den Hinterkopf. Von einem aus dem Chat. So, wann mal. Vorratskapsel haben wir uns angesehen. Schließen.
Der Locher. Haben wir uns angesehen, schließen. Was ist mit Hacke Petra los? Hacke Petra wurde inspiriert. Sie wird die nächsten 8 Tage genauer schießen. Klingt gut. Habe ich die Karawane jetzt losgeschickt? Ja, Vitali haben wir losgeschickt mit Locher. Wie weit sind denn die? Mach mal hier ein bisschen schneller. Vielleicht schafft das in der Folge noch. Wir haben noch eine Viertelstunde. Also ich glaube, wir lassen die Folge... Was ist denn hier? Ist hier einer gestolpert? Wir lassen die Folge noch so lang laufen, bis die Karawane angekommen ist zumindest. Also keine Ahnung, wie schnell das jetzt geht. Aber ich hoffe einigermaßen schnell. So, hier außen wurden die Wände gebaut. Die Fallen wurden auch schon alle aufgebaut. Dann können wir hier mal die Granitwände auch runterziehen. Hier auch zumachen. Und dann bauen die das hier auch zu. Und dann haben wir die Außenmauer schon mal verstärkt. Das ist schon mal geil. Autsch. Wenn ich gewinne, darf er sich einen Strich hinten reinrasieren. Ey, stimmt. So ein kleines L. Ey, ich glaube, das wäre noch das Geilste eigentlich. Einfach so ein gerader Strich in den Hinterkopf. Das ist wenigstens noch symmetrisch. Ich glaube, abgefuckt wären Bs, ein G wäre abgefuckt, ein E, ein F, ein Q. Ein X. X wäre auch geil. Ausrufezeichen Tarkov. Ne, es ist Ausrufezeichen EFT. M für Maike. Ja. M wäre sicher nice. Ja, weil das wäre dann für mich. Das wäre ganz cool. Würde ich nehmen. Und wenn jemand einen arabischen Namen hat. Es ist die An... Hä, was? Sind noch die Anfangsbuchstaben aus dem Chat. Also alles, was im Chat angezeigt werden kann, kann ich auch reinrasieren. Ist Henno als Lude beruflich nicht öfter in Hamburg? Ich habe ihn hier noch nie gesehen, sonst hätte ich ja schon längst das Eis gegessen. Ich weiß halt auch nicht... Also jetzt mal ganz kurz Real Talk, ne? Angenommen, ihr müsstet... ein Eis essen vom von einem anderen Mann vom zwischen den Beinen. Wer ist denn dann gearschter? Der das Eis isst oder der das Eis gegessen bekommt? Boah, war das jetzt komisch formuliert. Holy shit. Wo ist denn das Feuer? Okay, es gab eine Entladung. Wird es gelöscht? Ja, wird gelöscht. Warum, Matteo, warum? Ja, ich habe da eine, so eine dumme Wette. Habe ich da was Dummes geschrieben und ist dann leider schiefgelaufen. Ich habe damals gewettet, dass Max, also Hand of Blood, nicht die 400% in Tab schafft, also there are billions. Und hab gesagt, wenn du das schaffst, dann esse ich ein Eis von deinem Penis. Ja, und dann irgendwie 4 Stunden später war der Screenshot da oder so. Und seitdem, ja, habe ich halt Wettschulden. Einem geschenkten Eis schaut man nicht auf den Steiß. Ja, das stimmt. Aber jetzt mal ganz ehrlich, ich würde mich unwohler fühlen, wenn jemand das Eis von mir isst. Weil Eis ist scheißkalt. Und dann noch... Ich weiß nicht, Leute, ich weiß nicht. Keine Ahnung. Beides doof. Ja, genau, ist beides doof. Die wärmenden Lippen. Oh, Alter, das will ich ja gar nicht lesen. Oh Gott. Na gut. Aber du kannst doch einfach am Eis vorbeilecken, wenn du Eis nicht so magst. Was? Was? Mutter löste eine Falle aus? Mutter hat versehentlich eine Falle ausgelöst und wurde verletzt. Wo ist sie? Mutter! Da. Aber das Gute ist, Mutter hat 2 Holzbeine, da kann nicht viel passieren.
So, Oberkörperstich. Scheiße, dann. Das Ding ist ein Ober. Linkes Auge. Ah, ne, ist von einem Geschütz. So, frisch sind die rechte Lunge. Alter, Mutter ist aber auch so richtig so ein Patchwork. Das ist so einfach so ein Flickenteppich einfach. Die ist komplett im Arsch. Hä? Mutter, du sollst vielleicht mal ins Bett legen. Haben wir noch Medizin? Ja, 28, das reicht. Nimm einen Löffel. Wie isst man denn sonst Eis? Stimmt! Ich kann ja mit einem Löffel essen. Ey, das ist ja 200 IQ gerade, Chat. Das ist ja überhaupt gar kein Problem. Ich nehme einfach so einen Löffel und löffel das runter. Das ist ja überhaupt kein Problem für mich. Wo wird das gestreamt? Keine Ahnung, müssen wir mal gucken. Nicht hier. Scheiße, die Überlebensration muss ich mal alle verbieten. So. Wir haben super wenig Fleisch gerade. Dass hier eine Besuchergruppe kommt. Aber die haben nichts. Die haben nichts dabei. Ja, es erinnert mich auch so ein bisschen an diese South Park-Folge mit Butters und Cartman. So ein bisschen so ist es ja eigentlich auch. Bin trotzdem noch der Meinung. Oh ne! Oh, jetzt kommt hier noch eine Belagerung. 9 Minuten vor 12 oder was? Okay. Haben wir Strom? Ja, wir haben Strom. So, Outlander der Fraktion Nordöstliche Falia sind mit Landungskapseln in der Nähe gelandet. Es sieht so aus, als ob sie die Kolonie belagern wollen. Sie werden Mörser benutzen, um deine Kolonisten aus der Ferne zu bombardieren. Entweder wartest du, bis es vorbei ist, oder du greifst sie an. Alter Schwede. Haben wir überhaupt Mörser? Haben wir selber Geschütze? Wir haben nur 2 davon. Ich mache jetzt mal sofort hier die Produktion auf HE-Granaten. Das pausieren wir auch. Dann sagen wir MyLab, sie soll hier dran arbeiten. Dann sagen wir den Tieren, sie sollen in die Tierinnenzone. Und den Menschen sagen wir in den Panic Room. Brandgranaten gehen auch. Ja, aber es regnet gerade. Wie viele sind das? Es sind 17 Stück. Die haben Granaten, die haben Gewehre, aber auch ein paar Nahkämpfer. Okay, wir müssen, wir nehmen mal Chat. Wir sagen, er soll den bemannen. Wir laden das rein. Karawane ist angekommen. Fuck, jetzt kommt alles gleichzeitig, oder was? So, dann erfülle Handelsangebot. Bestätigen. Handeln, was gibt's denn noch? Haben die irgendwelche geilen Sachen? Wir könnten unseren Elefanten verkaufen, will ich aber nicht. Wir haben 51. Die haben 2000 Gold. Scheiße, die haben Uran. Hä, der ist voll günstig. Nee. Ach, das ist mein Uran, den ich gerade getauscht habe, ich Vollidiot. Gut. Aber die haben noch mehr Plastahl. Ich kann noch 10 kaufen ungefähr. Nee, weniger. Hä, warum kann ich keine 10? Ich hätte doch 51 und 1 kostet. Ah, ne, die kosten 14. Scheiße. Hä, was ist denn das hier? Berserkerlanze, Tierstörwelle. Ja, der Rest ist für den Arsch. Na gut, wir kaufen nochmal 3 davon. Machen annehmen. Dann sagen wir hier zurück. Und dann gehen wir hier. Oh, habe ich die Zeit weiterlaufen lassen? Oh, der hat mir schon die halbe Base aufgebaut. Okay, dann. Warum ist Chatter nicht mehr dran? Ah, der kommt noch. Das habe ich gar nicht weiterlaufen lassen. So, dann sagen wir, erzwinge Angriff. Und ich würde sagen, wir schießen auf deren Munition. Das ist 5000 IQ-Chat. Wenn ich deren Munition treffe, platzt die denen bei denen in der Base und die können eh nicht mehr schießen. Das ist smart, oder? Bist du Gamer, Theo? Wenn ja, ist doch gar nicht so schlimm und kann doch sogar eine interessante Fetischerfahrung sein. Ja, ich stehe auf Pimmel, aber trotzdem, man muss ja erstmal vorher wenigstens essen gehen zusammen und nicht direkt volles Rohr rein. So,
Hier, weiter geht's. Oh. So, wir schauen mal. Ich lass mal hier langsam laufen. Wir müssen mal gucken, wann die hier reinknallen. Okay, der lädt. Okay, erster Schuss. Let's go, Chat. Ja, eine Theorie, okay, aber immer noch zu weit weg. So, baut MyLab inzwischen die Munition. Ja. Okay. Döner zusammen mit Max, dann kannst du Eis essen. Ja, so in der Richtung wäre das angenehm. Hashtag Maike war Mike. Ey, die greifen an? Warum greifen die denn an? Reicht eine Brandgranate aus? Weil Feuer. Ach, krass. Ey, das ist ja richtig geil. Das ist ja nur noch geil. Okay, so alle in Kampfbereitschaft. Wir gehen hier rein. Schicken Chat hier hinten rein. Mutter hier hin, Jenny hier hin. MyLab da. Legolas, der alte Sniper, kann sich hier reinstellen. Hacke Petra hier maybe. Frau Braun ganz nach vorne. Dr. Cox hier. Okay, die kommen von unten. Tiere. Tiere sind schon lange drin, Chat. Das sind nicht unsere Tiere. Unsere Tiere chillen alle hier. So, wir haben jetzt nicht super viel... Aber das Geile ist, wir haben hier Legolas, der alte Supersniper. Wir hätten vielleicht mehr Rüstung anziehen sollen, merke ich gerade. So, na gut, die kommen mal rein. Das Problematische ist, wir haben hier vorne nur Holzfallen aufgebaut. Wir haben insgesamt nur 4 von den Fallen. Ich glaube, wir sollten mit Frau Braun mal ein bisschen weiter nach vorne laufen. Und hier mal intercepten. So, der erste brettert schon komplett auf Drogen durch. Macht direkt schon mal 8 Fallen kaputt. Leck mich am Arsch. So, nächste kommt. Okay, der ist tot. Ey, worauf schießt der? Ey, warum stoppt der da und schießt? What the fuck? Sieht gut aus, Chat. Ach, Frau Braun ist das Ziel. Die schießen auf Frau Braun. Ey, das ist ja mega geil. Weil Frau Braun hatte den Schildgürtel an. Hey, Matteo, im Impressum steht, Pakete werden abgewiesen. Nehme ich die Adresse trotzdem? Ja, wenn du das Shirt, wenn es in so einen A4-Umschlag passt, der flach ist, dann können Pakete einfach reinkommen. Weißt du? Ich schicke das ja nicht. Ach so. Ja, wenn das jetzt in so einem Karton kommt, dann haben wir ein Problem, weil wir sind nicht immer hier im Studio. Ja. Ey, ich sag Bescheid. Ich sag Niklas Bescheid. Sag mal Bescheid, wann du es schickst. Okay, ich frag Niklas. Ja, frag mal Niklas am besten. Ja. Ja, Leute, sieht echt gut aus. Also, sie werden das so easy. Guck mal, hier ist so eine Rauchgranate hochgegangen. Sag mal, sind die alle hier unten rein oder ist jemand. Nee. Okay, die hauen jetzt ab. Okay, die wollen raus. Ja, wir lassen die. Oh, guck mal, hier hat einer überlebt, der Ludger. Der stirbt in 4 Stunden. Okay, lass mal Ludger ansehen. 52 Jahre alt. Ah. Verweigert nichts. Okay, geil. Zäh, geil. Rauschmittelfaszination ist okay bei uns. Fernkampf, richtig geil. Konstruktion, Flamme. Kunstflamme. Medizin, Flamme 9. Der ist geil. Der ist geil. Nimm sein Auge. Wir nehmen auf jeden Fall, wir retten ihn auf jeden Fall mal. Dr. Cox soll den mal retten. So, gefangen nehmen, ja. Noch ein paar Leute gerippt. Okay, dann nehmen wir mal alle außer Dr. Cox aus dem Gefangenenmodus raus. Kopfnarbe never. Was hat eine Kopfnarbe?
Kopfschussnarbe. Kopf 21, der hat 82% Effizienz. Der ist noch 20 mal schlauer als ich. Also wir werden ihn auf jeden Fall versuchen zu retten. Mal gucken, ob es klappt. Natürlich nimmt Dr. Cox jetzt den Weg, der am längsten ist, durch alle Türen durch. Weil der hat auch keinen Zeitdruck oder so. Ich glaube, der wird es nicht schaffen. 82% ist richtig übel. Gar nicht. 82% geht auch voll klar, oder nicht? Wo bringt er den denn hin? Ach, hier. So. Tod in einer Stunde. So, Dr. Cox. Das wird eine Notoperation ohne Medizin. Sieht aber ganz gut aus. Dr. Cox weiß schon, was er macht. Ja, schafft's. Nice. Okay. Sachen von der Überfallbasis einsammeln. Stimmt, das sollten wir auf jeden Fall gleich mal machen. So, okay, der wurde komplett versorgt. Krankheit, Schlafkrankheit. Wer? Warum hat ein Dr. Cox jetzt die Schlafkrankheit bekommen? Hat er die jetzt von Ludger oder was? Und Hacke Petra hat die auch. Okay, dann müssen wir die jetzt ins Bett legen. Am besten in das Bett hier. Und wo ist Frau Braun? Warum kann ich Frau Braun nicht da reinschicken? Nee, wer hat die Schlafkrankheit? Dr. Cox und? Ach, Hacke Petra. Wo liegt ein Hacke Petra rum? Hier? Da. Okay, wir legen sie ins Bett. Und dann nehmen wir Chat und wir versorgen erstmal Dr. Cox. Und. Oh fuck, das wollte ich nicht. War schlecht. Eigentlich wollte ich erst Dr. Cox versorgen. Ich höre den Rasierer. Nein, ich höre keinen Rasierer. Es gibt keinen Rasierer. So, Karawane kam an. Handel wurde abgeschlossen. Das ist schon mal gut. Dann, die Belagerung haben wir abgewehrt. Wir werden das Ding hier abreißen. Wir werden die Überlebensration einsammeln. Wir werden das erlauben und einsammeln. Wir werden den ganzen... Alter, wie viel Stahl die hier haben. Werden wir alles einsammeln. Dann werden wir hier die Sandsäcke abreißen. Und das war's auch schon. Oh, hier ist noch mehr. Hier ist noch mehr Stahl. So. Okay. Sieht gut aus. Munition einsammeln. Ist da noch Munition? Brandgeschossmunition? Ah ja. Vielen Dank. Sonst haben wir alles, glaube ich. Aber ja, soweit ich sehe, haben wir dann alles. Okay, gut. Das ist Zone umgesetzt. Welche Zone? Ach so. Unbegrenzt und Tiere lassen wir mal frei rumlaufen. Können die sich austoben. Die Waffen noch. Was meint ihr mit Waffen? Wir müssen hier mal die Leute verbrennen. Todele. Können hier alles erlauben. So, holen sich die Tiere jetzt, transportieren die jetzt auch die Waffen weg hier. Wäre schon ziemlich hot. Ne, die essen einfach nur erstmal. Medizinischer Notfall bei Ludger. Haben wir doch geklärt. Ambrosia ernten. Ja, muss ich mal gucken. Mörser deinstallieren, nicht kaputt machen. Ich habe schon genug Mörser. Ich habe 4 Stück. Ich will den nicht. Ich will den kaputt machen und dann die Bauteile daraus haben. Party. Schon wieder eine Party. Nice. Okay. Wieso schenkst du unserer Geliebten nicht neues Augenlicht? Können wir von Ludger die Augen rausoperieren? Nein, das geht nicht. Noch ein Tier weg. Welches Tier ist weg?
Welches Tier habe ich gerade verloren? Ich habe es nicht gesehen. Legendary Gecko. What the fuck? Nein, Mann. Gehen wir mal 10 bei ihm rein. Fuck, das ist, weil sich keiner um die Tiere kümmert, weil Mutter gerade erst zurück ist. Na gut, müssen wir mal gucken, wie wir das machen. Karawane. Ja, die Karawane ist ja schon auf dem Weg zurück. Können wir hier mal gucken? Hier, die ist schon auf dem halben Weg zurück. Wir können noch abwarten, bis sie kommt, Chat, oder? Okay, wir lassen das mal schneller laufen. Wir warten mal, bis die Karawane zurückkommt. Okay. So, medizinischer Notfall bei Ludger. Wir müssen Ludger einfach normal aufpäppeln. Und wir sollten hier Tierpflege bei Chat eine 1 reinmachen. Bei MyLab vielleicht auch. Und Mutter ist auch zurück, oder? Wo ist Mutter? War Mutter nicht gut bei Tierpflege? Ja, Mutter war doch... Nee, es war Aufsehen. Fuck. Aber bei Tiere war sie auch gut. Beides war gut bei Mutter. Ich mach mal bei voll vielen Tierpflege rein. Damit die Tiere die ganze... Weil sonst verlieren wir die. Das ist scheiße. Entschuldige, dachte, das geht. Anscheinend fehlt die passende Mod, Matteo. Was meintest du denn? Ach so, wegen den Augen. Ja, genau. Also man braucht eine Mod, um alle Organe rausnehmen zu können. Wir hatten aber schon mal die Situation, da hatten wir einen Gefangenen, der hatte ein bionisches Auge. Das haben wir auch rausgenommen. Und das haben wir dann, glaube ich, Gino gegeben. Trag mal bitte den Reis, bevor der schlecht wird. Wo ist denn der? Ah, hier. Ja, verdient zwar erst in 39 Tagen, aber können wir auf jeden Fall machen. So, Sklavenhändler sind hier angekommen. Wir haben leider gerade wenig Geld. Aber wir können trotzdem mal mit denen handeln. Und mal schauen, ob die uns ein bisschen was geben können. Bionische Augen kann man bauen. Ja, das weiß ich, aber ist halt sehr, sehr teuer von den Ressourcen her. So, wir handeln mal hier mit den Leuten. Verkauf den Gefangenen. Oh! Bau einfach bionische Augen und rette mich, schreibt der Ludger. Ja, wir müssen mal schauen. Können wir... Wir können nichts... Hä? Die haben Spamfilter als Gefangenen und Kausi und Excalibur. Aber die sind alle... Also die beiden sind zu alt. Der würde gehen, aber ich habe das Geld gar nicht. Ich habe das Geld überhaupt nicht. Nee, da können wir nichts machen. Wir können ein bisschen Kräutermedizin kaufen. Wir haben gerade 6. Ich kaufe mal Kräutermedizin. Ja, wir kaufen mal von dem ganzen Geld Kräutermedizin einfach. Obwohl, die kann ich selber anbauen. Komm, das passt schon. Wir können Essen können wir kaufen. Oh ja. Also ein bisschen Medizin kaufen wir, aber wie gesagt, ich glaube 10, aber mehr nicht. Okay. Du kannst sie überfallen. Nee, ist mir zu risky. Kausi schreibe ich mir, der passende Mann für Mutter. Ja, wir kaufen Mutter einen Sklaven. Genau so. So sieht's aus. So, könnte Jenny danach Leute einreichen? Vom Blitz getroffen? Ne, da wurde keiner vom Blitz getroffen, oder? Hoffe ich zu. Ach, hier ist ja die. Der Ambrosia-Hain. Wie geil ist das denn? Da machen wir da eine Zone hin. Anbauzone. So, und dann können wir hier erlaube Aussaat, machen wir aus. Dann wird es nicht ausgesät, aber wenn es reif ist, wird es geerntet. Okay. Gut, dann warten wir nur auf die Karawane, dass sie zurückkommt. Und dann haben wir es auch geschafft für die Folge. Ich bin immer Elefant oder Nashorn, ja. Ich weiß halt nicht, ob wir die zurückbekommen, um ganz ehrlich zu sein. Aber müssen wir mal schauen. Spamfilter. Ich kehre als Mensch zurück, werde versklavt und werde dann in den Händler... Was in den Händen der Sklavenhändler gelassen. Das ist der Dank der Kolonie. Ja, sorry. Du warst damals ein cooler Elefant, aber jetzt als Mensch? Nee. Ich weiß, hier brennt's. Kann man schon wegtragen hier. Das hier auch. Okay, die ziehen weiter, das ist schon mal gut. Nashorn, ach sorry!
Stimmt, du warst ja das Nashorn. Warst du nicht auch mal Elefant? Stimmt, du warst unser Supertank-Nashorn. Haben wir das nicht ins Feuer laufen lassen? Haben wir dich nicht damals ins Feuer laufen lassen hier oben? Hier? Bist du nicht hier irgendwo gestorben, als wir dich haben ins Feuer laufen lassen? Wo du gejagt wurdest von einem von uns. Wurdest von Gino gejagt, oder? Ja, Gino war's. Ich erinnere mich. Ginos Dreckschwein. Ein F für den gefallenen Spamfilter. Ja, Mann. F in den Chat für Spamfilter. Er hat's verdient. Ohne Spamfilter gäbe es diese Kolonie nicht mehr, Leute. Der hat uns mehrmals den Arsch gerettet. Dieser Run ist, den haben wir echt nur Spamfilter zu verdanken. Also den Early Run zumindest. So. Stufe aufgestiegen. Chat erreicht Stufe 5 in Tiere. Geil, Mann. Das ist richtig geil. So, wir schauen mal, wie weit ist Vitali? Der kommt gleich an. Alter, Vitali ist ja eine Rakete. Und wir werden beruhigt. Das ist auch nice. Aber nur die Frauen. Wann retten wir endlich Gino? Ich weiß nicht, wo Gino ist. Ich glaube, Gino hat eine eigene Fraktion gegründet und er wird irgendwann zurückkommen mit 200 Mann und uns einfach angreifen oder so. Randy, ein Raid bitte jetzt. Nein, wir hatten heute schon zwei. Reicht. Reicht wirklich. Okay. So, dann lassen wir mal die Karawane zurückkommen. Lassen die mal laufen und wir schauen mal ganz kurz hier rein. Ich lese mal die letzten Subs vor. Don Torch hat für 7 Monate gesubbt und schreibt Amen. Die Karawane ist zurück. Geil, Mann. Da kommt er. Der Locher, der hat auch das ganze Zeug dabei. Müssen wir gleich mal ausladen. So. Swayze hat für 10 Monate gesubbt. Tainamese für 21 Monate und schreibt Murmeln, GG, Max. Was ist das? Jumpseed hat 100 Bits da gelassen. Schleudereuter 23. F. Dahl für 23 Monate auch gesubbt. Lovewire hat einen Sub gegiftet an Frau Braun. Hm. Turi hat uns geradet. Edope hat für 13 Monate gesubbt und schreibt, jetzt wird's spannend. Das war vorhin, als der Angriff kam, glaube ich. Mr. K-Bob hat für 12 Monate gesubbt. Der Nudel für 3 Monate. Der Marshall für 18. Er schreibt, Liebe geht raus. Danke für die vielen entspannten Stunden, Rimworld. Danke dir. Toy Strong hat für 5 Monate gesubbt. Fana Bob für 17 Monate. Leichenlicht für 6 Monate. Frankie für 40 Monate. Er schreibt, wie war die Stimmung in der DDR? Sie hielt sich in Grenzen. Ich habe nur vorgelesen. Ich mache keine Witze über andere Länder. Dead Star hat für 12 Monate gesubbt. Manat82 hat für 17 Monate gesubbt. Swalela hat für 3 Monate gesubbt, schreibt Ilior Hart. Keine Ahnung. Nebelhorn hat für 18 Monate gesubbt und schreibt, der Patient ist tot. BVB Simon hat für 6 Monate gesubbt und schreibt, Matteo, spielst du EFT weiter? Ja, ist geplant. Ich muss morgen, nee, doch morgen, mal Leon fragen, wie er dazu steht. Paladin60 hat für 24 Monate gesubbt und schreibt, geil, Doktor spiele mit Matteo. Unbekannter No, nee, Number 7, nee, Number 9 hat für 9 Monate gesubbt. Der Ludgard hat für 16 Monate gesubbt und schreibt, Hype of Ripworld und danach Seahawks Playoffs. Ist heute Nacht Football? Ich habe noch nie ein Football-Match gesehen. Sonodono hat für 12 Monate gesubbt und schreibt ein Jahr voller Bondra. Herz. Steini hat für 8 Monate gesubbt. Jabba the Cookie hat für 5 Monate gesubbt und schreibt Bondra, oh Bondra, oh Bondra, oh. Keri Bartem hat für 22 Monate gesubbt. Lodenyo hat für 200 Bits dagelassen. Phoenix Iona hat 100 Bits dagelassen. Enigo hat 100 Bits dagelassen. Hefli hat 200 Bits dagelassen. Miss Mendacious hat für 13 Monate gesubbt. Lodenjo hat nochmal 100 Bits dagelassen. Lisa Nameless hat 100 Bits dagelassen. Michelle hat 100 Bits dagelassen. Skynet hat für 15 Monate gesubbt. L2P Nanny hat für 24 Monate gesubbt. Bienchen hat 100 Bits dagelassen. Michelle hat nochmal 100 Bits dagelassen. Apfelbusch hat nochmal 100 Bits dagelassen. Clem hat nochmal 100 Bits dagelassen. Per Veritas hat für 33 Monate gesubbt und schreibt Hallo Matteo, Bonjour, chill. Bradlock hat 100 Bits dagelassen. MHK hat für 111 Bits dagelassen. Shady hat 100 Bits dagelassen. Pashazi hat für 12 Monate gesubbt. Mecha Bro für 10. Und Jay Crispy hat für 11 Monate gesubbt. Und Itchy Pain für 30 Monate. Und Deko Drache hat 1000 Bits dagelassen. Hadels hat für 4 Monate gesubbt. Leute, was ist denn hier los? Zulusan hat für 13 Monate gesubbt. Erako hat für 3 Monate gesubbt.
Biulu hat 100 Bits dagelassen. Jay Chaotic hat für 100 Bits auch noch was dagelassen. Was war denn dieser Hype Train? Ich raff's nicht. Uncat hat für 16 Monate gesubbt und Rocket Pandari hat für 17 Monate gesubbt. Ich glaube, das waren alle. Ressesprecher hat auch nochmal gesubbt für 10 Monate. Und gerade Fresh haben gesubbt. Timme 33 für 2 Monate und sagt, ich will dein Eis lutschen. Goldpackola hat für 10 Monate gesubbt. Duffster für 16 Monate und Nanakio für 25 Monate. Er schreibt kleiner 3. Vielen Dank für die ganzen Subs. So, gut, dann Tiefenbogen abgeschlossen, geil. Als nächstes erforschen wir KI-Persona. Let's go. Und dann pausieren wir, gehen auf Menü, sagen Speichern. Das war Folge Trimworld Nummer 31, glaube ich. Ja, speichern und wir gehen mal zum Desktop.